Ganz herzlich willkommen alle unserem heutigen Einheit in der Reihe Ästhetik der interreligiösen Begegnung. Ich habe die große Ehre, als unseren Gast heute, Herrn Professor Eugen Behr, zu begrüßen und anzukündigen, der uns heute den Workshop zum Passamal in der chassidischen Tradition halten wird. Herr Professor Behr ist gebürtiger Schweizer, aber lebt seit vielen Jahren in den USA. Er ist 1971 in der Yale University promoviert und jetzt seit langer Zeit schon tätig am Robert and William Smith Colleges, in Geneva, aber nicht in Ihrem Heimatland, sondern in New York. New York. Er ist dort Professor für Philosophie und gegenwärtig auch Dekan. Ja. Und der Grund, warum wir Sie heute zu diesem Thema eingeladen haben, ist insbesondere Ihre Begegnung mit Friedrich Weinreb, den Sie 1979 in Zürich zum ersten Mal getroffen haben und dann in Kontakt mit ihm geblieben sind bis zu seinem Tod 1988. Eugen Behr hat sehr viel dazu beigetragen, das Gedankengut von Friedrich Weinreb, dem großen jüdischen Mystiker und Lehrer der Kabbalah, weiterzutragen und zu verbreiten. Dazu gibt es eine ganze Reihe von Büchern. Da hinten liegt eine Sammlung davon, einige Titel möchte ich auch nennen. Wo ich war, soll Gott werden, Friedrich Weinrebs Gedanken über Wege des Glaubens von 2004. Gott ist da, wo wir sind. Das ist dann sozusagen umgekehrt wie der erste Titel. Friedrich Weinrebs Gedanken über den Alltag 2006. Abstieg zu Gott. Friedrich Weinrebs Gedanken über den Leib 2007. Hier und dort. Friedrich Weinrebs Gedanken über das Geheimnis des Weges 2008. Alles ist Preisen vom Ewigen her, Friedrich Weinrebs Gedanken über die Psalmen 2009, Ewiges Leben im Wort, eine Einführung in Leben und Werk von Friedrich Weinreb. Vielleicht belasse ich es mal mit diesen Titeln, es ist aber eine längst nicht vollständige Sammlung, aber eben alles Bücher von Eugen Behr, die der Bewahrung vielen Dank. Und Weitergabe dieses Erbes. Ich möchte mich sehr bedanken für diese Einführung und im Allgemeinen für die Einladung bedanken und den freundlichen Empfang, den ich von Friederike Schinagel empfangen habe heute. Wunderschön, so persönlich empfangen zu werden. Ich bin zum ersten Mal in Berlin, sehr aufgeregt darüber und möchte heute über das Thema sprechen, der Seder als eine Einsicht in die Ästhetik des Schmeckens. Wie Sie wissen, das Schmecken und das Riechen sind ja manchmal als sogenannte niedrige Sinne gekennzeichnet, gegenüber dem Sehen und dem Hören, die höheren Sinne. Meistens in der Theologie schenkt man ja auch, und auch in der Philosophie, schenkt man sehr viel Aufmerksamkeit auf das Hören und das Sehen. Denken Sie nur an Platon, wie visuell der eigentlich ist. Und es ist etwas Außerordentliches, dass die Serie, wie sie konzipiert wurde, hier vom Schmecken und vom Riechen und von diesen niederen Sinnen etwas hervorbringen möchte, das theologisch von Belang ist. Ich glaube, es ist wirklich sehr wichtig, weil es sich um eine Art Umkehrung der Werte handelt. Für Platon zum Beispiel waren ja die Sinne nicht beachtenswert, auch für den Hinduismus im Allgemeinen sind die Sinne ja die Ursprünge der Maya, der Illusion, weil man sich da irgendwie im Zeiträumlichen gefangen sieht. Und das wird nun durch diese neuen Sichten, Gilles Deleuze zum Beispiel von Paris, der kürzlich verstorben ist, der hat auch so mehr die Sinne
die Sinne betont. Also dass die Sinne eine Weisheit in sich haben, das geht dann besonders durch das Narrative, wo der wahre Ort des Menschlichen zu finden sei. Also kurz, der Seder als Ritus wird heute vorgestellt durch die Perspektive von Friedrich Weinreb. Wer war Friedrich Weinreb? Er hat im 20. Jahrhundert gelebt, ein Jude chassidischer Herkunft in Osteuropa. Er hat zwei Weltkriege mitgemacht, besonders der Zweite Weltkrieg. War er sehr aktiver Mitspieler. Das hat dann zu vielen Kontroversen geführt, was für eine Rolle überhaupt gespielt hat. Ich will da nicht auf Einzelheiten hineingehen, aber ich möchte doch betonen, dass als junger Mann, als junger Knabe, als er noch in Wien war, da stellte er fest, erstens einmal, dass seine Eltern ganz in die Moderne hinein wollten. Die wollten eigentlich das alte Judentum vergessen. Reformierte Juden, sie gleichten sich an der deutschen modernen Ideologie des Fortschritts. Und dann kamen eines Tages in Wien sein Großvater, beide Großväter und eine Großmutter zu Besuch. Bärtige Leute, orthodoxe Juden. Und er hat sich gefragt, ja, was ist denn das? Und das war also fast unmittelbar beim Ersten Weltkrieg, als auch Wien aufgerüttelt war, Kriegsphasen, alle waren sehr nervös. Aber diese zwei Großväter, die strahlten eine Ruhe aus und einen Frieden. Das beeindruckte ihn sehr tief. Und von dem Augenblick an fühlte Weinreb sich angezogen durch das orthodoxe Judentum. Im Gegensatz zu seinen Eltern. Und hat das auch so verfolgt, hat er sich sehr mit Hebräisch und Aramäisch abgegeben, schon als junger Bursche. Die Familie siedelte hinüber nach Holland und er verbrachte dann den Rest seines Lebens in Holland bis zu ungefähr 1970 und dann in der Schweiz bis 1988, wo er dann auch gestorben ist. Er saß 6 Jahre im Gefängnis in Holland wegen Kollaboration mit den Nazis. Und im Gefängnis ist ihm so richtig aufgegangen, was die Bibel eigentlich bedeutet. Und ich werde darüber noch ein wenig berichten. Er ist wirklich ein ganz eigenartiger Rabbi. Hat sich auch sehr viel mit der Kabbala beschäftigt und mit der Gematria. Die Gematria ist eine Art und Weise, in der hebräischen Sprache die Zahlenwerte, die mit den Buchstaben verbunden sind, auszunutzen. Das gibt dann natürlich Tausende und Tausende von Assoziationen, die in die Intimität mit der Sprache, mit der Ursprache für die Bibel, dem Hebräischen, führen. Ich möchte erwähnen, dass was ihm aufgegangen ist im Gefängnis, ist, dass die Bibel ein metaphorisches Werk ist, ein Gleichniswerk, das universelle Bedeutung hat auf metaphorischer Ebene. Das Geschichtliche interessierte ihn praktisch überhaupt nicht. Die Geschichte war, was immer die Geschichte ist. Geschichtsschreiber, die gab es damals, wie es heute auch gibt, die schreiben aus einer bestimmten Ideologie. Da gab es diese Schriften, da kam die Bildung des Kanons. Sicher, das ist alles Geschichte, das kann man auch geschichtlich studieren. Aber das ist dann eine Wissenschaft für sich, sehr aufregend, sehr wunderbar, also mit Archäologie heute. Man kann viele, viele Sachen herausfinden, wie die Bibel überhaupt entstand. Man kann sich da wirklich leidenschaftlich dafür interessieren. Sehr intelligent, Bücher schreiben und so weiter. All das interessierte Weinreb nicht.
Für ihn war die Bibel etwas aus dem Heiligen, aus der Ewigkeit. Und das heißt, dass die Bibel kein Vorher und Nachher hatte. Stellen Sie sich das vor. Die Bibel spricht immer im Heute. Also ich muss jetzt aber noch etwas vorwegnehmen. Also um überhaupt den Seder zu verstehen, so wie Weinreb ihn verstand, muss man ein wenig vom Weinrebs Werk verstehen. Das ist also ein jüdischer Kommentar über die Bibel, der sehr eigenartig ist. Und ich möchte drei Dinge hervorheben für diesen jüdischen Kommentar. Erstens, Weinreb glaubte, dass sowohl der Tanach, also für die Christen das Alte Testament, wie das Neue Testament heilige Schriften waren. Und es ist einer der Hauptgründe, weshalb die jüdische Gemeinschaft sowohl in Jerusalem wie auch in Holland und auch in der Schweiz eigentlich nie mit ihm Beziehung erhalten konnte. Denn es ist etwas sehr Seltenes, dass sie einem Juden begegnen, der sagte, ja, der Tanach und das Neue Testament sind wie die beiden Herzkammern, die uns von einer Urquelle zukommen und uns das Leben Gottes vermitteln. Sehr selten. Die zweite Ursache, weshalb Friedrich Weinreb bei der jüdischen Gemeinde nie Anklang gefunden hat, ist seine Negligenz des Geschichtlichen. Wie kann man denn die Geschichte vergessen? For crying out loud, wie die Engländer, wie die Amerikaner sagen, ist doch so wichtig, die Geschichte, das geschichtlich Bodenhafte. Plötzlich sahen sie einen Menschen, der in der Bibel ein Weisheitsdokument sah. Es war schon auch ein geschichtliches Dokument, aber das war nebensächlich für ihn. Und dann der zweite Punkt, den ich hervorheben möchte bei Weinreb. Bei Weinreb, weil eben die Bibel vom Heiligen herkommt, hat sie kein Vorher und kein Nachher. Sie ereignet sich immer im Jetzt. Und es gibt eine wunderschöne Geschichte, die ich erzählen möchte. Die ist beim vierten Kapitel im Evangelium von Lukas festgehalten. Und die betrifft den Charakter Jesus, der schon angefangen hat, in Galiläa herumzuwandern und das Königreich zu verkünden. Und da kommt er eines Tages in die Stadt, in seine Heimatstadt, Nazareth. Und das war natürlich ein Problem, denn in der Heimatstadt, da kannte ihn jeder als diesen Tischler. Er hatte die Tischlerlehre gemacht unter seinem Vater Jakob. Ein Konstruktionsworker, also mehr als nur Tischler, das waren so Handwerker wirklich, die in der Stadt. Also jeder kannte diesen Jesus und da ging er eines Tages, und wie es als folgsamer Jude der Fall war, ging er am Samstag, am Sabbat, in die Synagoge. Da hatte ihm der Diener, wie das so üblich war, von der Synagoge, die Rolle gegeben zum Lesen. Er schlug sie per Zufall auf. Und kam auf folgende Zeile, die ich Ihnen lesen möchte. Wo ist sie? Irgendwo hier. Da ist sie. Also vom Prophet Jesaja: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt, damit ich den Armen eine gute Nachricht bringe, damit ich den Gefangenen die Entlassung verkünde und den Blinden das Augenlicht, damit ich Zerschlagenen in Freiheit setze und ein Gnadenjahr des Herrn ausrufe. Das hat er gelesen, hat die Rolle zugemacht. Jedermann in der Synagoge schaute diesen Handwerker an, er schaute sie an, dann sagte er die folgenschweren Worte, die Sie alle vermutlich kennen: Heute sind diese Worte Wirklichkeit geworden.
die waren ganz entsetzt. Woher sprach er das? Aber das ist ein Schlüsselsatz, um Friedrich Weinrebs Auffassung der Bibel kennenzulernen. Jeder Leser, der die Bibel aufschlägt und liest, in dem Augenblick, als das geschieht, geht, was er oder sie liest, in Erfüllung. Ja, das braucht jetzt eine wenig, das müsste man jetzt wenig im Detail Ihnen darbringen, aber ich hoffe, dass das im Laufe noch geschehen wird, dass ich Ihnen ein paar Beispiele geben werde. Der dritte Punkt, in dem Weinrebs sich unterschied von jüdischen Kommentaren, ist, dass er alle Ereignisse in der Bibel, Gott mit eingeschlossen, also alle Handelnden, Jesus, Moses, Abraham, Adam, Eva, alle Ereignisse, Elia, das waren innermenschliche, innere Ereignisse im Leser. Das braucht jetzt wieder etwas, einen Sprung. Die Bibel handelt nicht von äußeren Ereignissen. Man kann das schon auch sagen, warum nicht? Aber dann geht man an der Bibel vorbei, sagt Weinreb. Du trägst die gesamte Welt in dir. Und alles, was du siehst, und das ist natürlich dann auch in der Bibel vom Heiligen her, man kann das so auffassen, wenn Sie das zu einer Erklärung wollen. Aristoteles hat gesagt, auf Lateinisch, nein, er hat Griechisch gesprochen, aber auf Lateinisch heißt das gewöhnlich in de anima, homo quadammodo omnia. Der Mensch ist irgendwie alles. Ja, weshalb denn? Er ist alles, weil er alles wahrnehmen kann. Betrachten. Also wenn Sie so unter Flut neoklassischen griechischen Tempel da drüben, dann können Sie ihn innerlich vorstellen. Sie können die Augen schließen. Ja, ist noch immer. Obwohl es etwas Äußeres ist, haben Sie durch die Wahrnehmung in Ihr eigenes Inneres transportiert. Das ist so die Grundlage. Darauf baut dann die Bibel auf, indem sie sagt, jetzt müssen Sie diesen Tempel noch ins Geistige metaphorisieren übertragen. Also wenn man sagt, dass die Bibel ganz in Ihnen enthalten ist, dann ist das nicht nur, dass Sie sich die Ereignisse in der Bibel vorstellen können innerlich. Nein, das ist die erste Stufe. Sie müssen dann diese Präsenz der Bibel, diese Vorstellung steigern durch Metapher, Allegorie, Symbolik und so weiter und so in ein Erlebnis hineingelangen, dass dann dieser sogenannte griechische Tempel ihnen etwas vom Heiligen mitteilen kann. Oft ist das etwas ganz anderes als das Geschichtliche, das sich da in der Wahrnehmung widersetzt. Der Archetyp also des Bibellesen ist ein Akt der Selbsterkenntnis. Es ist fast so, wie Sie in einen Spiegel hineinschauen würden in der Bibel und sich dann sagen, ja, das bin ich. Wenn Sie das tun, sagt Weinreb, erhalten Sie ein ganz anderes Verhältnis. Der sogenannte Zorn Gottes, von dem die Bibel handelt, ist Ihre eigene Revolte gegen die Grausamkeit, die Sie heute in der Welt feststellen können. Der Lahme, der von Jesus geheilt wird, das bist du. Ja, im Akt des Lesens hilft dir, Jesus von dieser Gelähmtheit befreit zu werden. Ja, das ist etwas in dir, dass das Jesus-Element ist. Jesus, Jehoshua, heißt ja, Gott rettet, Gott hilft. Sie können das erfahren, diese Jesus-Präsenz, wenn sie von ihrer Gelähmtheit befreit werden. Aber dann ist ihre Gelähmtheit eben auch nicht mehr, dass sie physisch etwas nicht machen können. Das ist dann vielstufig, was da geheilt wird.
Das gibt Ihnen so einen Vorgeschmack über die Richtung, in die wir heute gehen werden, wenn wir über den Seder sprechen werden. So. Kierkegaard hat das anders formuliert. Er hat gesagt, also die Bibel, man muss mit der Bibel gleichzeitig werden. Aber was heißt denn das? Bultmann, ein wenig später, hat gesagt, man muss die Bibel zu modernen Menschen bringen. Man muss sie entmythologisieren. Weinreb sagt, ganz falsch. That's no exit. Das ist ein Dead End, wenn man das anfängt. Im Gegenteil, man muss wieder den mythologischen Weg zur Bibel finden. Man muss sie remythologisieren. Also genau das Gegenüber hier in diesen modernen Strömungen, in der Exegese wenigstens und so weiter. Was heißt denn das aber, die Bibel remythologisieren? Das heißt eben, dass man in der Bibel die Botschaft bekommt, zeitlos, ewig, heilig, im Jetzt. Etwas, das etwas ganz anderes ist, als das, was wir das mundäne Erlebnis nennen. Weinreb hat ganz bewusst auf die Hindu-Formel Tattvamasi zurückgegriffen, um diesen Aspekt der Bibel näher zu bringen. Tattvamasi ist Sanskrit und heißt, das bist du. Weinreb hat die Formel benutzt, um irgendwie von der biblischen Tradition, vom Talmud, von der Halacha ein Ereignis vorzulegen. Er war ein wunderbarer Erzähler, er hat immer ganz frei gesprochen, ohne Unterlagen. Die Sprache floss durch ihn hindurch und er erzählte die Geschichte und dann sagte er meistens am Schluss, das bist du. Dankeschön. Ah, macht mir Freude. Aber der Grund, weshalb er zurückging ins 6. Jahrhundert, bevor die Geschichtserzählung, also der zeitgenössischen Zeitrechnung, in die Chandogya Upanishad, da gibt es so kleine Geschichten, Sie kennen sie vielleicht, zwischen Vater und Sohn. Sie sind so, also im 6. Jahrhundert, so etwas Ähnliches wie fast 2000, also 1000 Jahre später, fast 2000 Jahre später, diese Zen-Koan, diese Zen-Geschichten entstanden. Das sind sehr, sehr ähnlich. Und da ist eine Geschichte, und das bist du, wiederholt sich mehrere Male. Aber es ist immer der Vater, der heißt Udalaka, und der Sohn, der heißt Svetaketu, und der Vater, der sagt dem Sohn, jetzt hol mir diesen, hol mir das, und was siehst du, und was sagst du, und was, und am Schluss sagt er immer, das bist du. Jetzt gibt es so einen Baum in Indien, der heißt Banyan-Baum, das ist ein großer Feigenbaum, glaube ich, habe ihn noch nie gesehen in meinem Leben, nur darüber gehört, sprechen gehört. Und da sagt der Vater typisch zu diesem Sohn, geh mir, hol mir den Samen, der kennt die Geschichte, hol mir den Samen dieses Baums. Und der Svetaketu sagt, ja, Sir, ich gehe und hole ihn. Und dann sagt der Vater, ja, was siehst du? Öffne den Samen. Und dann sagt er, will ich machen, sagt der Sohn. Ja, und was siehst du jetzt, sagt der Vater. Und der Sohn sagt, nichts. Da sagt der Vater, diese geprägte Formel, von dieser verborgenen Wirklichkeit, die du nicht siehst, entsteht dieser Baum und alles im Universum. Das ist das innerste Selbst, das allen Dingen innewohnt, das bist du. Okay, sagt der Svetaketu, ja, das bin ich, ja, gut. Und das wiederholt sich mehrere Male. Ich finde es aber bezeichnenswert, dass Weinreb hier nicht auf die biblische Tradition zurückgreift, um etwas zu sagen hier für dieses
persönliche Identitätsfrage, wer bin ich denn, sondern auf die Hindu-Tradition. Er will damit sagen, dass wo immer der Mensch in seine eigene oder ihre eigene Tradition hineingeht, in die Tiefe geht, eine gemeinsame Quelle spürt. Er war also gar nicht dafür, sagen wir mal in der modernen Ökumene, einen gemeinsamen Denominator zu finden, für den alle übereinstimmen würden und sagen, ja, also da sind wir jetzt einverstanden. Er betrachtet das als ganz falscher Weg. Im Gegenteil, jeder sollte in seine eigene Lebensgeschichte so tief gehen. Und damit meinte er besonders auch als Kind, diese ersten Eindrücke, die sie als Kind gehabt haben, die ersten Visionen. Ich erinnere mich zum Beispiel, als ich in Klosters 8 Jahre alt war. Es war ein wunderschöner Sommertag. Da fiel schräg durch das Fenster die Sonne auf einen hölzernen Boden, wo ich gerade wohnte. Und ich wusste in dem Augenblick, dass alles total im Universum in Ordnung war. Also für etwa 15 Minuten war ich nicht bei Sinnen, dieser kleine 8-Jährige. Ich erinnere mich, natürlich, solche Erlebnisse werden dann später ausgebeutet und man interessiert sich und man fügt noch mehr hinzu, als sie damals wert waren. Das ist ihnen sicher auch so passiert. Aber was Weinreb sagen wollte, ist, dass jeder eigentlich in die eigene Tradition hineinsteigt und in seine eigene Kindheit und sie dort vertieft. Denn das bist du. Das sind so diese Anzeichen, die so wertvoll sind. Die haben vielleicht nichts mit Geschichtlichem zu tun. Es hat etwas damit zu tun, was sie vielleicht, es ist ja sowieso eigenartig, dass wenn sie sich einmal fragen, was wirklich Bedeutung hat in ihrem Leben, dass dann ganz überraschende Antworten passieren. Das ist mir auch so passiert. Ja, ist die Tatsache, dass sie jetzt in Amerika sind, Bedeutung? Keine Bedeutung. Ja, ist die Tatsache, dass sie Professor sind? Keine Bedeutung. Ja, was hat dann Bedeutung? Ja, Bedeutung hat, als ich als 11-Jähriger mit italienischen Migranten in der französischen Schweiz von 5 Uhr morgens bis 8 Uhr abends gearbeitet habe in einem Bauernhof, das hat Bedeutung. Ja, was hast du denn da gelernt? Ich habe gelernt, Wein zu trinken. Und zwar 4 Liter pro Tag als, was? Ich war doch 14 Jahre alt, glaube ich. Weil der Bauer sagte, das lösche den Durst besser. Also, es ist doch unglaublich, dass wenn wir unsere eigene Geschichte erzählen, diese Intimgeschichte, die eigentlich sehr wenig auf die sogenannten offiziellen Daten zurückblicken. Sondern ein Blick der Mutter, etwas, das sie gesagt hat, Vater oder auch Schwester. Also das können Sie noch besser vorstellen als ich. Ich möchte also jetzt, nachdem ich Weinreb eingeführt habe, ein wenig, und mich auch selber einführen, aber bevor ich das mache, ich habe also 3 Dinge erwähnt, die von Bedeutung sind für diesen Vortrag heute Abend, für Weinreb. Erstens, der Tanach und also die hebräische Bibel und das Neue Testament sind heilige Schriften für ihn. Wie die 2 Herzkammern, ein Blutkreislauf, der uns vom Ewigen her ernährt. Zweitens, habe ich gesagt, die Bibel geht in Erfüllung in jedem Augenblick und nur in dem Augenblick, wo die Leserin oder der Leser Zuflucht zu ihr nimmt und sie liest. Geschieht immer im Heute. Die Bibel hat kein Vorher und hat kein Nachher. Drittens habe ich gesagt, alle Ereignisse in der Bibel, alle, Zorn Gottes, das Töten der Philister, alle Grausamkeiten und Schönheiten, das hohe Lied, das sind innere Wirklichkeiten in dir. Und das ist alles, was sie sind.
geschichtlich, was immer da passierte, hatte für ihn keine Bedeutung. Jetzt, nachdem ich diese drei Dinge gesagt habe, möchte ich kurz fragen, ob Sie da noch Fragen dazu hätten. Denn das sind irgendwie ziemlich umwälzende Dinge, die er da sagt. Und vielleicht hätten Sie da Fragen, bevor ich da weiterstürme. Und ich möchte das auch am Abend so ein wenig machen, dass ich, nachdem ich etwas sage, so sage, ja, komme ich da an, wie ist das, haben Sie Fragen, haben Sie Proteste, ja bitte. Ich weiß, ich bin ja aber so etwas zum nicht verorten können. Ich kenne den Pietismus, da wird auch gesagt, was sagt hier dieses Wort? Das ist so etwas Ähnliches, völlig ohne die historische Distanz heute. Ja. Ich kenne das etwas aus meiner Verwandtschaft. Und sagt Ihnen das etwas? Ich habe es praktiziert. Heute mache ich es, wenn ich es will. Aber ich kann auch exegetisch arbeiten. Ja. Es ist eine Möglichkeit, die ich kenne. Ja. Und dann gibt es die Exegese in Südamerika mit Aymara, die auch ohne historische Kenntnis sagen, in einem Bibelgespräch, Schwester Doris sage, was ja, ich ja, sage, genau. Damit ohne 2000 Jahre zu kennen, wird gesagt, was Jesus sagt. Ungemein interessant. Es gibt da noch einige Richtungen, die bringen da noch die Psychoanalyse hinein und alles andere. Aber Weinreb sagt, ist gar nicht nötig. Fast so einfach, wie Sie das sagten. Was sagt ihr das? Wichtig für Weinreb, ungeheuer wichtig war die Wortwörtlichkeit verlassen. Man darf also, ich komme dann darauf zu sprechen, ein wichtiger Teil des Seder ist, von der Eindeutigkeit der Bibel wegzukommen. Er betrachtete die Eindeutigkeit als der größte Fluch, den sowohl das Judentum wie auch das Christentum überfallen hat. Die Eindeutigkeit. Und in Verbindung mit der Eindeutigkeit Recht haben zu wollen. Er sagte, jede auch noch so kleine Tendenz, jetzt habe ich Recht, ist schon eine Mikroaggressivität, die eigentlich keinen Platz im Heiligen hat. Die hat schon ihren Platz, also es gibt ja Lehrstühle, nicht? Und es gibt auch sogenannte Orthodoxie, die rechte Auslegung. Über die hat sich schon Platon also amüsiert. Wenn Sie die platonischen Dialoge lesen, das sind wunderschöne kleine Dialoge. Nicht? Ich erinnere mich an einen, der heißt Euthyphro. Auf Griechisch heißt das the straight thinker, also derjenige, der immer in geraden Linien denkt. Nee. Da hat sich Platon lustig darüber gemacht, und hat sich dann das sogenannte Kurvendenken eingeführt, das Zeitsprünge macht und hier und dort wieder und so weiter. Also ganz erfrischend, dieses Straight Thinking ist wirklich wie ein Fluch, den Weinreb betrachtet hat. Ja. Ja, ich habe zwei Fragen. Die eine, im Krieg gibt es ja diese drei Bände von Weinreb, die langen Schatten des Krieges, schildert er ja sehr genau der Judenrettung, also 1000 ungefähr oder noch mehr. Wie Sie das sehen. Zweite Frage, dieses Hauptwerk Schöpfung im Wort, das sind ja nun mit diesen Zahlenverhältnissen, das kommt einem manchmal schon so ein bisschen abstrus vor. Wie verstehen Sie das? Also es wirkt etwas konstruiert manchmal. Manches leuchtet ein, aber manches kommt bei ihm sehr blöd und Nimmerchen rausgerechnet und Verbindung aufgezogen. Können Sie das für sich so nachvollziehen? Das ist ganz, ganz wahr. Nicht? Also zum Beispiel, um eine Anekdote zu erzählen. Weinreb hat sich mit dem Rabbi Akiba identifiziert. Das ist natürlich sein eigenes Hirngespinst. Also und dieser Akiba, wenn Sie den nachlesen im Talmud, also der hat zu einer Zeit 22.000 Säuglinge, die im Lehrhaus die Tora lernen. Ja, was mache ich denn mit dem?
Also ganz abstruse Dinge sagt er da manchmal im Erzählen. Und das Interessante ist, dass also die Zuhörer, die sagen dann, oh, das sagt mir jetzt zu, das andere sagt mir nicht zu, die lassen das einfach sitzen. Also die meisten Zuhörer von Weinreben, mit denen ich gesprochen habe, die nehmen kleine Stücke, die er sagt, die ihnen etwas zusagen, aber das andere, das interessiert sie nicht. Und so kam es, dass sogar Atheisten zum Beispiel sehr viel von ihm gelernt haben, obwohl sie kein Wort glaubten in Sache, was er da sagte von der Bibel und vom Heiligen. Hat sie gar nicht interessiert. Und Weinreb selbst hat oft auch mir gegenüber gesagt, die Leute verstehen mich nicht. War ihm aber auch wurscht. Denn die Leute, die kamen in Scharen, um ihn zu hören, weil irgendetwas, das passierte, das nicht unbedingt in die Narrative hineinkommt. Es ist fast so, wie wenn man durch die leeren Stellen hindurch etwas vernimmt. Also es ist eine ungewöhnliche Deutung des Nicht-Wörtlich-Nehmens, dieses zwischen den Zeilen lesen. Ich habe einmal meine Studenten, sind wir einen schönen Tag mal draußen gesessen für Klasse und da haben die wunderbaren Bäume gesehen und so weiter und habe ihnen ganz kurz aufgefordert, mal auf die Leerstellen, nicht die Blätter zu fokussieren, sondern das Leere, der Zwischenraum. Die waren ganz perplex. Und die haben aber sofort gespürt, da wird etwas Wichtiges gesagt. Ich habe ihm natürlich überhaupt nichts gesagt, weshalb ich sie gefragt habe. Das sollten sie selber herausfinden. Aber ich finde, das ist so eine Art des Verstehens, das kommt dann vom eigenen Innern her. Da braucht man nicht einen Professor zu sagen, das bedeutet jetzt das und das. Man spürt das. Und es wurde eigentlich nie in Worte gefasst. Jetzt möchte ich mich halt... Ja, bitteschön. Ich frage mich, ob bei dieser... der Wirklichkeit werden im Hier und Jetzt, ja, was sehr Persönliches zu sein scheint, wenn ich das richtig verstanden habe, wie ob dann auch ein Austausch möglich ist mit einer anderen Person, wenn es doch so subjektiv ist. Gute Frage, ja, das ist so, wie ich das sehe, handelt es sich in diesen biblischen Ereignissen um Traumbilder, also fast archetypische Traumbilder. Der Zugang zu diesen Traumbildern ist sehr persönlich. Eigentlich keine zwei Menschen haben den gleichen Zugang. Dennoch können sie kommunizieren auf der Basis des Archetypischen. Also diese Bilder, sagen wir mal, Josef und seine Brüder. Jeder kann sich da hineinleben, von seiner persönlichen Geschichte her. Und das würde dann dieser allgemein Stoff geben. Aber Sie haben recht, das ist ganz, ganz persönlich. Nicht? Und Weinreb hat manchmal gesagt, in manchen seinen Vorträgen, dass es sich hier um seine eigene persönliche Ansicht handelt. Und er hat dann sich amüsiert, dass gewisse Leute zu ihm kamen und sagten, aber das ist doch ganz falsch. Seine Antwort darauf war, da hast du recht. Er hat da köstliche Anekdoten erzählt in dieser Richtung, dass man, also eben, es handelt sich nicht ums Recht haben, es handelt sich darum, um das Schmecken, um das Speisen. Und da, wir kommen jetzt dem Seder ein wenig näher. Werden wir gesättigt? Ist da etwas da für unseren Hunger und unseren Durst? Wenn die Frage verneint wird, dann ist es irgendwie belanglos. Aber um etwas über mich zu sagen, auch ein paar Zeilen. Also ich bin in Klosters geboren, katholisch erzogen wurde und verbrachte dann 9 Jahre im Kloster als ein Kapuzinermönch. Studierte in Freiburg
Theologie mit Lizenz und dann, das war eine Vorbedingung, um überhaupt beim neu geschaffenen päpstlichen Institut in Rom Exegese zu studieren. Da ging ich nach Rom, studierte Exegese und der Papst Paul VI., das päpstliche Institut dort, wird von Jesuiten noch heute geleitet. Meistens waren das amerikanische Jesuiten von Harvard und Chicago. Und der Papst persönlich kam uns jeden Monat besuchen, um zu sehen, ob wir den Glauben verloren hätten. Denn das war etwas ganz Neues für die Katholiken, sich so wissenschaftlich auf die Bibel einzulassen. Ich selber studierte etwa 6-7 Sprachen, um überhaupt das ganze Gebiet anforschen zu können. Ugaritisch, Koptisch, Aramäisch, Hebräisch, Assyrisch, alle diese Sprachen waren erforderlich, um mit diesen archäologischen Daten fertig zu werden. Und natürlich geschah es unglaubliche Einsichten in wie dieser Tanach, also für Christen ist das das Alte Testament, wie das zustande kam. Es ist eine ungeheure, faszinierende Geschichte, wissenschaftliche Geschichte, demonstriert, kann man fragen, Ausgrabungen. Man hat zum Beispiel, um Ihnen ein Beispiel zu geben, man hat festgestellt, dass Psalmen über den ganzen Mittleren Osten, Nahen Osten verbreitet waren, diese Psalmen. In Ugaritisch zum Beispiel können wir Erfahrungen machen über Psalmen, die im Deutschen bisher überhaupt keinen Sinn ergaben, weil man nur 12% Hebräisch hatte für diese Interpretation der Psalmen. Aber mit Ugaritisch plötzlich macht so ein Vers plötzlich Sinn. Ach, haben wir. Und es gibt natürlich dann Professoren, also Jesuiten, die bereit sind, ein Jahr zu opfern, um überhaupt einen neuen Vers, also neu interpretieren zu können. Hohe Achtung für diese Professoren, also ganz akribiert, das ist also wunderbar wissenschaftlich begründet und wunderbar dabei beitragen zu können. Aber es bleibt Wissenschaft. Das ist ein Objekt, die Bibel, wie jedes andere. Ein heiliges Objekt, aber es bleibt äußerlich. Ach so, dass wir das sagen, ja, schön, interessant. Ach, das habe ich auch nicht gedacht. Ich gebe Ihnen ein anderes Beispiel. Die Jesuiten haben mir ein Summa Cum Laude gegeben über eine Arbeit, wo ich beweisen konnte, dass der Sinai, die ganze Episode mit Moses, den Berg erstieg, um dort auf der Spitze des Berges die 10 Gebote zu empfangen, dass das eine Tempelszene war. Weil die sprachlichen Wurzeln für die Wolke war natürlich der Inzens, der im Tempel gebraucht wurde. Und die Autoren, die haben da diese Tempelszene benutzt, um sie in der Natur zu verankern. Was sagen Sie dazu? Ja, das ist ganz aufgeregt. Ja, die Jesuiten sagen, ja, du bist ja ein Philosoph, haben sie mir gesagt. Das ist ja wunderbar, was du da herausgefunden hast. Ich fand mich sehr intelligent. Ich dachte, das ist wirklich das. Da habe ich jetzt wirklich tiefe Einsicht gebracht. Ja. Ladies and Gentlemen, ist komplett wertlos in Sachen auf die Bibel. Es ist ja schön wissenschaftlich. Aber für eine Erfahrung, der was die Bibel sagen möchte, ist es ziemlich wertlos. Also 1979 kam ich dann, begegnete ich Weinreb und war sofort fasziniert, weil er die Bibel zum persönlichen Erlebnis macht. Und habe dann Weinreb jedes Jahr von Amerika her besucht, jedes Jahr. Er hatte diese Brunnenhof-Seminare in Zürich mit einer Schar Leute, so 20, 25 jedes Mal. Und da hatte er besondere Themen. Ich erinnere mich eines Tages, ein Wochenende besprachen wir den Himmel und teilten miteinander aus, wie die Bibel uns im Heute, im Jetzt vom Himmel her ansprach. Bei einer gewissen Pause verschwand Weinreb. Es war Sonntag. Und ich war sofort gespannt, ja, wo geht denn der hin? Und ich folgte ihm und ich sah ihn verschwinden in den Fernsehraum.
wo er noch schnell das Fußballgeschehen angesehen hat, bevor er wieder in die Allgemeinversammlung zurückkam, um über den Himmel weiterzusprechen. Also köstlich in meiner Ansicht. Das war eine Einheit für ihn. Das war gar nicht separiert. So, jetzt, ich nehme mir ein wenig Zeit hier, um auf das Thema einzugehen, weil es eben so wichtig ist, diese weinrebische Perspektive zu erhalten. Ich möchte aber doch sagen, zwei Ziele meines Vortrages heute. Das erste Ziel ist, dass Sie mal das Essen und das Trinken anders erleben können. Wenn Sie heute nach diesem Vortrag heimgehen und sagen, ja, das also, so hätte ich mir das Essen und Trinken auch nicht vorgestellt, das muss ich mir mal wieder mal überdenken, dann ist das erste Ziel erreicht. Essen und Trinken mal anders. Das zweite Ziel meines Vortrags ist, dass Sie die Bibel als Speise erleben. Das ist auch etwas ungewohnt. Ich weiß nicht, ob Sie schon die Bibel getrunken haben oder gegessen haben. Also wirklich ist das, kommt das auch in der Bibel zum Ausdruck, bei Ezechiel und bei Johannes. Die sind aufgefordert, die Heilige Schriften zu verdauen und so weiter, metaphorisch und so weiter. Aber bei mir geht es um etwas Wichtigeres, um eine Einsicht, die schwierig ist. Ich warne Sie, es ist sehr schwierig. Die kommt jetzt von der Semiotik her. Es handelt sich bei der Bibel und beim Essen um eine Fusion von Materie und Sinn. Und diese Fusion ist der Sprache abgelauscht. Darüber hatten Sie vielleicht noch nie Gedanken. Die Sprache hat einen materiellen Leib. Tinte, elektronische Signale, gewöhnlich was wir als Konsonanten bezeichnen, auch Vokale im Deutschen, das sind materielle Sachen. Selbst Saussure, wenn er auf die Sprache zu sprechen kommt, obwohl er unter dem sogenannten Signifiant, also Zeichenträger, eine psychologische Impression meint, setzt doch voraus, dass die Sprache etwas Materielles sein muss. Der Zeichenträger ist letztlich etwas Materielles. Sie können das Buchstaben nennen. Als Erstklässler haben Sie gelernt, diese Zeichen materiell, vielleicht mühsam und dann auch kursiv zu lernen. Tinte, Papier, Holz, Tischlerin und so weiter. Danke. Jetzt müssen Sie, was heute Abend vor sich geht, der Zeichenträger, das Materielle wird das Essen. Das Huhn, das Lamm, das Ei, die Kartoffel, das Salzwasser, der Wein, das sind Sprachleiber. Das ist der Leib der Sprache. Das ist ganz neu, das ist ziemlich schwer, so das nachzuvollziehen. Der Schritt also geht vom Wesen der Sprache, die etwas Materielles benutzt, um einen Code darauf zu setzen. Der Code gibt Ihnen den Sinn. Es ist Ihnen auch aufgefallen, dass auf Englisch zum Beispiel das Wort God, G-O-D, wenn Sie es umkehren, gibt es einen Hund. Diese gleiche Materie, die gleichen Buchstaben, nur in anderer Abweichung. Der Code ist different. Der Code ist verschieden. Also der Sinn, der sich aus der Sprache ergibt, der Sinn imprägniert die Materie. Es kommt zu einer Fusion. Wie ich jetzt zu Ihnen spreche, die Klänge, die in Ihr Ohr eindringen, das ist Materie.
aber die ist kodifiziert. Der Code in diesen Klängen erlaubt ihrem Gehirn, das zu dekodieren. Und den Sinn, hoffentlich den gleichen Sinn, den ich Ihnen mitteilen möchte. Es gibt ja immer ein großes Rätsel, ob man überhaupt ankommt, nicht? Aber das ist doch die Grundlage. Und dann müssen Sie substituieren für die Buchstaben, also für die Tinte und das Papier, substituieren Sie heute das Essen, die Speise. Dann kommen Sie ins Schmecken. Und diese dann sind kodifiziert. Und sie werden kodifiziert durch die Heilige Schrift. Das gibt ihnen ungeheure Stärke, den Sinn. So, wenn sie das nächste Mal das Hühnchen essen oder das Lämmchen oder wenn sie Vegetarier sind, diesen Salat, nicht? Das ist kodifiziert, nicht? Und das wird kodifiziert und das können sie kodifizieren. Also, jetzt kommen wir schließlich zum Thema der Seder. Seder heißt im Allgemeinen eine Ordnung. Es ist die Ordnung des Ritus. Zuerst macht man das, dann macht man das, dann macht man das, dann macht man das. Er fängt meistens am Abend an. Erst einmal, der Seder dauert eine Woche. Also das Pesach dauert eine Woche. Pesach heißt Passa. Durchbruch, überspringen auf Hebräisch, dauert eine Woche. Am ersten Abend, zweiten Abend hat man da dieses Mahl, wunderschön, von etwa 6 bis Mitternacht, unglaublich lang gezogen. Am ersten Mal, ersten Abend, manchmal auch am zweiten Abend, wunderschönes Ereignis. Das ist so die Ordnung. Der Ritus macht etwas explizit, was implizit jeden Augenblick geschieht. Im Alltag. So, der Seder ist ein Bewusstmachen dessen, was im Alltag beim Essen geschieht. Ich muss auch noch hinzufügen, dass das Mahl, das Bild des Mahles im hebräischen Denken für die Welt steht. Das heißt, so wie wir die Welt einnehmen vom Morgen bis abends und dann in den Schlaf bringen, so nehmen wir die Nahrung in uns ein. Die Nahrung zergeht, zerstückelt und wir reisen in eine andere Gegend. Das werde ich noch ein wenig erklären auch. Was ich bedeutsam finde, ist, dass der jüdische Tag am Abend anfängt, wenn es dunkel wird. Was heißt das? Der jüdische Tag fängt mit der Nacht an, mit dem Tohu wa Bohu, mit der Nacht, mit der Finsternis. Wir sind verloren. Es geht darum, sein Ich wieder wegzugeben. Jeden Abend ein Sterben. Okay, ich verzichte. Nimm das Ich zurück. Und dann fängt die Nacht. Oh, schrecklich. Also was da in der Nacht passiert, das geht ja in kein Buch hinein und so weiter. Glücklicherweise sind wir uns nur wenig bewusst, was da eigentlich geschieht. Meistens sind wir zu müde überhaupt, unsere Träume zu erinnern. Aber am Morgen, da wachen wir auf, erhalten unser Ich zurück und sagen wieder, oh Gott, das ist interessant. Immer noch der gleiche Tag. Aber das sogenannte Klarwerden, ich finde es bedeutungsvoll und Weinreb hat auch Geschichten darüber erzählt, wie, wenn man so den Tag anfängt, eigentlich das Wichtigste in der Nacht passiert. Und dann der Tag so, ja, und das auch noch. Der Tag auch noch, ja. Also schon die ganze Problematik hat sich irgendwie geändert hier. Ne? Diese Probleme nicht. Also sagen wir mal, als Gegenüber, ich wache auf am Morgen sofort. Oh Gott, ja,
habe ich diese Probleme, die mich erwarten, aber wie kann ich das alles erfassen? Nein. Ich fange den Tag problematisch an. Aber wenn ich den Tag anfange, ich sage, jetzt habe ich genug, jetzt gehe ich schlafen, kannst das ich haben, du mit dem, was du willst, ich glaube an die Auferstehung, vielleicht morgen, aber nicht heute, so jetzt habe ich genug. Wenn sie den Tag so erleben, da glaube ich, da nimmt das Nichtbewusste einen ungeheuer wichtigen Platz ein. Und das muss man bei Weinreb auch so schätzen, dass das Bewusste bei ihm oft nur so bla 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 war. Also ich übertreibe jetzt. Nicht. Ich will ja nichts hinwegnehmen von all der Verantwortlichkeit und so weiter, die wir jeden Tag haben. Es handelt sich um eine sogenannte Proportion hier. Und das möchte ich jetzt noch sagen. Also, das Hauptthema beim Seder, bei diesem Mal, ist der Auszug aus Ägypten. Das ist kein geschichtlicher Auszug, obwohl die meisten daran denken. Ja, vor ungefähr 3000 Jahren. Nein, das biblische Ägypten, keine historische Ding. Die Weinrebsche Perspektive schaltet das total aus. Der Pesach, der Durchbruch, ist ein Durchbruch, der sich bei Ihnen vollziehen wird. Beim Essen, bei mir. Nichts anderes. Mizraim, das hebräische Wort für Ägypten. Mizraim ist unsere Situation in der Gefangenschaft unter das rein und nur naturwissenschaftliche Geschehen. Die reine Empirie. Es ist furchtbar, zum Verzweifeln. Nicht. Heute wunderschön, gesund, der Arzt kommt, ja, noch 6 Monate, was mache ich jetzt? Das ist furchtbar. Also das Zeiträumliche als einzige Realität verknechtet, sagt Weinreb. Das ist die eigentliche Bürde, wenn sie nur, natürlich existiert das Zeiträumliche, natürlich. Aber es ist nicht die einzige Realität. Sehr, sehr wichtig. Also, nachdem ich das festgestellt habe, möchte ich Ihnen noch ein Zitat von Weinreb übermitteln, wo es ihm zum ersten Mal aufgefallen ist, was für ein Unsinn es ist, wenn man Gott diese furchtbaren Taten zuschreibt, die da ihm danach beschrieben werden. Er schreibt, zitiere: Und ich habe auch niemals Gott diese Morde und Plagen anlassen können. Es war mir derart dumm und unmöglich, dass ich nie auf den Gedanken kam, Gott hätte das so damals getan. Und Gott sei Dank wurde mir auch bald der Unsinn solchen Denkens bewusst. Dass aber viele bis heute so denken, zeigt mir, was Gefangenschaft ist. Also was beim Seder passiert, bei diesem Mal, ist die Befreiung von der Gefangenschaft der falschen Gottesbilder. Unglaubliches Leiden, auch heute noch, Grausamkeit, entstehen dadurch, dass man sich irgendwie Gott vorstellt. Man wird dann geknechtet. Ja, wie ist das möglich, dass ein guter Gott so eine schlechte Welt? Furchtbar. Ja, pardon? Ja, was für eine... Ja, so mein Begriff von Güte ist so und so, sagt man dann. Und wenn ich den auf Gott projiziere, dann verstehe ich überhaupt nichts mehr. Wir leiden darunter. Wir müssen davon befreit werden. Denn das ist unser eigenes Denken. Das ist schwierig zu swallow. Ladies and Gentlemen, es ist nicht etwas, das Sie, ich glaube, oder ich, durch eigene Gedankenanstrengung machen können. Nein, es geschieht oder es geschieht nicht. Das ist keine Konstruktion.
Was ich nur feststellen möchte hier, als ich mich jetzt in den Seder einlasse, ist, dass der Durchbruch hauptsächlich auch ein Durchbruch durch die falschen Gottesvorstellungen ist, die wir haben. Der sogenannte gütige Gott. Ja, was? Ein Gott, der seinen Sohn in den Tod schickt? Now, wait a minute. Wäre jemand hier fähig, unter Ihnen, so etwas zu tun? Das ist ja furchtbar. Ne? Ja, also diese Qualen, diese Probleme, die sind da. Die Mahlzeit hilft, von ihnen wegzukommen. Ich werde das noch im Einzelnen ein wenig schildern. Als Grundschema ist natürlich auch unsere eigene persönliche Realität. Beim Seder, das Essen, das wir essen, wir sind dieses Essen. Wir sind das Lamm. Es wird in unserem Mund zunichte, um dann im Geruch und Schmecken uns eine Vorahnung zu geben, was es heißt, Nahrung zu erhalten. Es ist unglaublich, diese Kraft, die wir, ich werde das eben im Einzelnen, ich deute das nur so an jetzt, weil ich doch ins Thema jetzt, ich sehe die Uhr und möchte mich jetzt ins Thema einlassen. Ich habe mich gefragt, wie ich Ihnen näher bringen könnte, dass die Speise plötzlich den Sinn des Lebens Ihnen zeigt. Ich habe das meinem Sohn durch einen Hamburger versucht, hat nichts geholfen. Er hat mir gesagt, ich habe einen 14-jährigen Sohn, der hat mir gesagt, du dummer Kerl, also red mir nicht von diesen Sachen und so weiter. Und auch meine Frau hat mir gesagt, ich bin sehr glücklich, dass dir das hilft, aber das ist nicht für mich. Also, wie kann man es näher bringen, dass plötzlich etwas, das sie essen, trinken, jetzt habe ich den Sinn des Lebens. Ach, wie wunderbar. Her mit dem Glas Wasser. Ich habe gedacht, dass vielleicht einige von Ihnen Proust gelesen haben. Denn damit möchte ich anfangen. Marcel Proust. Wer hat schon à la recherche du temps perdu, im Deutschen heißt es. Haben Sie das unter Ihren Tausenden von Büchern? Auf der Suche nach der verlorenen Zeit. Heißt 8 Bände. Groß. Marcel Proust beschreibt in seinem Roman verschiedene Schlüsselerlebnisse, wo ihm plötzlich die Ewigkeit aufgeht. Aber es sind alles Erlebnisse, die haben überhaupt nichts mit dem Kopf zu tun. Ich möchte Ihnen eines servieren, das kommt auch vom Essen. Ich möchte Ihnen eines servieren, das mit der Madeleine zu tun hat. Madeleine ist eine französisch noch jetzt in Paris erhältlich, ein Gebäck, eine kleine Torte, kleine Torte, Madeleine. So dieser Charakter, Marcel, der kommt in sein heimatliches Cambrai, wo er aufgewachsen ist, kleines Kind. Und die Mutter ist natürlich sehr, sehr froh, den Sohn erwachsen jetzt, 30, 35 Jahre alt, empfangen zu können und bereitet ihm einen Tee vor. Und ein Gebäck, Madeleine. Und der Proust, der Marcel, also ist nicht Proust, Entschuldigung, ist Marcel, ist der Charakter. Also nicht der Autor. Der Charakter im Roman, der nimmt mit einem Löffel den Tee heraus und tunkt ein Stück Madeleine in diesen Tee. Und dann isst er diesen Stück Torte vom Tee durchdrungen. Und etwas Unglaubliches passiert.
seiner Kindheit, der Geruch und das Schmecken öffnen ihm Zugang zu einer Kindheit, die nie vergangen ist. Ein ungeheures Glücksgefühl durchdringt ihn. So glücklich, dass er sagt, das ist meine wahre Substanz, sagt er sich. Daran möchte ich festhalten. Er löffelt noch mehr. Das kommt alles. Also er erfährt eine Wirklichkeit, die nicht mehr außerhalb von ihm existiert. Er ist diese Wirklichkeit, die keine Zeit kennt. Was sehr interessant ist bei diesen Beispielen, er hat noch andere Beispiele, sehr viele Beispiele im Roman, was sehr interessant ist, ist nichts Religiöses dabei. Da braucht man nicht an Gott zu glauben, um die Ewigkeit zu erfahren. Das kennen Sie auch. Man muss nicht das religiös irgendwie, das kann jeder Atheist. Was wichtig ist an diesem Beispiel, finde ich, ist, dass die Sinne in diesem konkreten Beispiel, das Schmecken dieser Madeleine und dem Tee, dieses Erlebnis hervorgebracht haben. In den Sinnen, auch im Geruch, da ist ihnen das aufgegangen. Ist ihm etwas aufgegangen, dass er mit all seiner Intelligenz, er hat sich dann immer auf dieses Erlebnis vorbereitet. Und das Erlebnis kam durch ganz verschiedene, es kam auch durch Körperpositionen. Einmal, um das zu erwähnen, einmal steht er im Hof und da ist so ein Boden, der so mit kleinen Steinen uneben ist, wie die Römer haben doch die Straßen so gebaut, diesen, wie sagt man dem auf Deutsch? Pflanzstein. Die sind dann ein wenig uneben. Und er spürt mit seinem Fuß diese Unebenheit ein. Poff. Er spürt das ganze Römische Reich in sich. Ungeheures Glücksgefühl. Alles existiert in seiner Integrität. Ich dachte, ich bringe Ihnen das eine Gnä, auch wenn Sie Proust nicht gelesen haben, um Ihnen eine nicht religiöse Quelle dessen zu vermitteln, was wir heute durch religiös, also durch die Anerkennung, dass es so etwas gibt wie eine heilige Schrift, mitteilen möchte. Die kleine Madeleine, diese Torte, wird hier durch das Riechen und Schmecken zum Zeichenträger einer Einheit von Ich und Welt. Der Zeichenträger ist aber nicht ein intellektueller Zeichenträger. Also, ich weiß jetzt, Madeleine heißt das, der Baum heißt das, griechisches Gebäude heißt das. Das ist nicht. Der Zeichenträger wird performativ. Das können nur Schauspieler richtig schätzen, was das heißt. Das Performative. Hier wird die Energie durch die Speise geliefert. Also es geschieht eine Fusion von Ich und Welt, in der das Ich, gewöhnliche Ich und die Welt zur Speise werden. Es ist vielleicht auch ein wenig schwierig, das in Worte zu fassen, aber wenn ich das so sagen würde, das bist du. Die Kartoffel, die du isst, das bist du. Ich gehe da, das ist etwas vom Ersten, das beim Seele geschieht, weil die Kartoffel, die Erdfrucht, das bist du. Nichts weiteres ist benötigt. Sie haben das Heilige erfahren. Ich werde das noch so ein wenig. Also die Sinne speisen den Sinn und der Sinn wird zur Speise. Man kann das so hinsagen und ja, nicht. Aber ich möchte das nur so ein wenig ausnutzen jetzt und sagen. Bei Weinreb handelt es sich beim Seder um etwas sehr Ähnliches wie bei Proust. Aber die Speise wird nicht in den Tee getaucht, sondern in die Heilige Schrift. Und auch in die Haggadah. Die Haggadah ist ein Schriftwerk, das die Ursachen, also die Ursprünge, gehen weit zurück, bis etwa zur Zeit des Maimonides, also
drittes Jahrhundert vor der zeitgenössischen Rechnung, geht weit zurück. Und diese Haggadah hat den Status erreicht, also auch praktisch der mündlichen Torah, obwohl sie niedergeschrieben wurde. Die wird also vom der Code, die wird mit einem neuen Code versehen. Wenn Sie jetzt in den Vereinigten Staaten reisen, und das ist sicher auch in Europa der Fall, anstelle von Schlüssel gibt man Ihnen eine Karte, Plastikkarte. Die wird kodiert. Und je nach Code erlaubt sie Ihnen, die Türe zu öffnen. Wenn Sie das Zimmer verlassen und wegreisen, wird das Zimmer neu kodiert. So etwas Ähnliches passiert mit der Speise hier. Die Speise ändert sich nicht. Sowohl im Katholizismus, sagen wir, mit der heiligen Eucharistie, wie im Abendmahl, wie im Puja, im Hinduismus und so weiter. Also an der Speise ändert sich nicht, aber die Speise wird neu kodiert, mit einem neuen Code versehen. Der Code ist unsichtbar. Alles ist, da hat der Aquinas, der Aquinate, hat das so gesagt, dass er im typisch aristotelischen Denken, was bei der Eucharistie passiert, hat er gesagt, ja, die Substanz ändert sich, aber die Akzidenzien, darunter meinte er, wie das Brot erscheint, ändert sich nicht, aber die Substanz ändert sich, das ist nun der Leib Jesu, neu kodiert. So etwas Ähnliches muss man sich vorstellen, geht vor, wenn im Seder die Speise, der Wein, in diese Flüssigkeit der Heiligen Schrift hineingetunkt wird, neu kodiert, dann erlebt man es, man wird transportiert. Es ist natürlich wieder nicht nur eine kognitive, das schon auch, also kognitiv, ah, jetzt weiß ich, ja, nein. Es ist so mit dem Sinnlichen verschmolzen, dass man eigentlich das Kognitive nicht mehr braucht. Wichtig ist vor allem, dass das Wort Gottes gekostet wird. Und das Wort Gottes ist bescheiden und nimmt an den Taste, also den Geschmack der irdischen Speise. Das Lamm schmeckt wie ein Lamm, obwohl es jetzt das Lamm Gottes ist. Nein. Also es ist ein Zeichen, in hebräischen Kabbalah nennt man das Zimtzum. Dieser kognitive Apparatus Gottes nimmt sich zurück, um nur das Irdische gelten zu lassen. Sehr nahe vom Atheismus, dem Atheismus. Sehr nahe. Und doch anders, ich würde das auch noch sagen. Kostet, nehmt den Herrn in den Mund. Der Platz von Gottes Gegenwart spielt sich in ihrem Mund ab. Und das ändert natürlich die ganze Sache mit dem Essen. Alle Dinge schmecken nach Gott. Das heißt nicht nur, dass jetzt diese metaphorische Beziehung herrscht, es meint auch das, was du da schmeckst. Das Huhn, der Salat, das ist Gott. Schwierig von einem Pantheismus wegzukommen hier, aber unglaublich viel tiefer als der Pantheismus. Und ich werde jetzt vielleicht ein wenig zu schwierig. Ich möchte jetzt vielleicht ein anderes Beispiel geben. Ich komme dann auf das zurück, was ich jetzt sage. Das Beispiel kommt von Rilke dieses Mal. Von seinen Fruchtsonetten. Wieder so eine Anleitung, in den Seder hineinzukommen. Sie kennen vielleicht
Rilkes Fruchtsonett, nicht sehr berühmt auch. Besonders so im ersten Teil hatte so 2, 3, 4 Fruchtsonette. Ich lese eines vor, damit Sie wie in einem Diptych, also in einem Altargebilde, wo Sie 2 Seiten haben, oder einem Stereo-Modus zwei Dinge sehen. Eine der Seder, die Kartoffel, wird neu kodiert. Die Erdfrucht, sie werden zum Stück Erde oder Salzwasser, Wein und so weiter. Und hier die Früchte bei Rilke. Beide sagen nach meiner Ansicht dasselbe, aber eines ist religiös kodiert, das andere eigentlich nicht. Also man kann das Gleiche auf ganz verschiedene Sachen sagen. Jetzt hören Sie mal zu. Voller Apfel, Birne und Banane, Stachelbeere, alles dieses spricht Tod und Leben in den Mund. Ich ahne, lest es einem Kind vom Angesicht, wenn es sie schmeckt. Dies kommt von weit, wird euch langsam namenlos im Munde. Wo sonst Worte waren, fließen Funde aus dem Fruchtfleisch, überrascht befreit. Wagt zu sagen, was ihr Apfel nennt, diese Süße, die sich erst verdichtet, um im Schmecken leise aufgerichtet, klar zu werden, wach und transparent, doppeldeutig, sonnig, erdig, hiesig, oh Erfahrung, Fühlung, Freude, riesig. So Rilke. Jetzt kommen wir zum Seder. Jetzt muss ich wieder zurück zum Seder, wo habe ich ihn gelassen, diesen Seder? Irgendwo da. Also. Anfang vom Seder. Man erhebt einen Becher Wein und sagt den Kaddusch. Sie kennen diese Szenen. Ob sie nun vom katholischen oder vom protestantischen Raum, vom jüdischen Raum, vom Hindu-Raum, auch dem buddhistischen Raum herkommen. Man kodiert im Ritus diesen Becher Wein durchsichtig mit diesem Kiddush. Kiddush ist ein Segensspruch. Gesegnet seist du, Herr unser Gott, König der Welt, der die Frucht des Weinstocks erschaffen hat. Neukodierung. Was da geschieht, ist, dass die rein irdische Dimension des Weines gesprengt wird. Der Wein öffnet sich. Worauf? Das müssen Sie mir jetzt sagen. Also, ja, im Text sagt es, Herr, unser Gott, König der Welt. Für die Frucht dieses Weinstocks. Ich werde direkt zur Schöpfung geführt. Und zwar nicht, es war einmal. Es ist jetzt. So zelebriere ich dann in diesem Becher Wein der Segensspruch, der vom Heiligen herkommt. Gib diesem Wein einen neuen Code und der Code sagt, du befindest dich jetzt am Anfang der Schöpfung. Der Ursprung der Schöpfung ist das Kolossale. Nee. Wenn Sie das mal probieren, dann resultiert das in automatischem Glücksgefühl. Ich garantiere es. Nicht nur, ich übertreibe jetzt. Wenn Sie das mal tun, spüren Sie die Ewigkeit sofort im Da. Ja, wieso denn? Wie denn? Schalten Sie mal den Kopf total ab. Nein. Stellen Sie sich vor, Sie trinken das Wein, also die Altersgrenze in Amerika ist 21. Vorher darf man keinen Wein trinken, ist ja unsinnig. Aber also man trinkt das, man wird durch den Glauben natürlich, und das ist die Auffassung, an den Ursprung der Schöpfung.
es gehen einem die Augen auf. Und ich garantiere, also ich habe das schon mit meinen Studenten ausprobiert, ist vielleicht zu wichtig gesagt, es ist etwas sehr Heiliges, ein unglaubliches Glücksgefühl. Je nachdem, je nach Geschmack. Ich habe auch gewisse Zyniker unter meinen Studenten, die sind davon gar nicht beeindruckt. Geht ja auch nicht. Aber andere, die sich durch diesen Code, wo der Code, also der Segensspruch, Segensspruch ist auch etwas ganz Besonderes, nicht? Auf einer Seite sieht Weinreb im Segensspruch der Segen, der Gott gibt. Aber auf der anderen Seite ist es der Segen, den wir Gott geben. Das ist eine andere. Der Segen, den wir Gott geben, heißt, wir öffnen uns auf diese andere Dimension der Ewigkeit. Ich habe diese Ewigkeit angesprochen. Ich muss mehr darüber sagen. Ich habe gesagt, ja, Glücksgefühl, ja, gut. Ja. Ich möchte aber etwas weiter ausholen. Und habe da auf den Buddhismus zurückgegangen. Buddhismus. Also von der Semiotik her habe ich versucht, diese Fusion von Materie und Sinn sprachlich darzustellen. Es gibt aber eine viel raffiniertere Denkart, diese Fusion zu sehen, und die stammt vom Buddhismus. Es gibt ein sanskritisches Wort, das heißt Pratityat Samutpada. Übersetzt heißt das das gegenseitige Hervorbringen, das gegenseitig abhängige Hervorbringen aller Dinge. Es heißt so viel, dass meine Existenz, wie die Existenz dieses Glases, des Atoms, des Stuhls, nicht isoliert verstanden werden kann. Es existiert nur in Beziehung zu jedem anderen Gegenstand und Ereignis in der Welt, obwohl sogar die Welt uns nicht bekannt ist. Das heißt, die Identität, die ich habe, wird mir durch den anderen mitgeteilt. Da müssen Sie jetzt wirklich tief denken wieder. Das ist nicht eine höfliche Formel. Ja, ich anerkenne Sie an. Nein. Die Identität, die ich habe, die ist ontologisch im Sein, total durch andere vermittelt. Wenn Sie diesem Gedanken fangen, folgen für einen Augenblick, dann verlieren Sie Ihre Identität. Too bad. Denn diese Identität, die Sie jetzt denken, Sie haben, ich garantiere Ihnen, ist eine Illusion. Das ist eine Konstruktion. Es ist so ähnlich wie im Hinduismus, sagt man oft, oder auch im Zen-Buddhismus. Stellen Sie sich einen Becher vor. Das ist so etwa wie die individuelle Identität. Im Taoismus ist auch sehr bekannt. Ein Becher, ein Kelch, ein Glas macht den Raum nützlich. Und indem es den Raum nützlich macht, gewinnt es Identität, ein Glas. Aber Sie nehmen die Wände weg und die wirkliche Natur des Glases kommt zum Vorschein. Es ist der leere Raum. Ohne der leere Raum wäre das Glas nichts. So ist es mit Ihrer Identität. Ich muss wieder eine Pause machen, vermutlich, um überhaupt das klar zu machen. Aber so etwas geht es, um so etwas geht es bei der Speise. Also man kann also, wenn man diese Kartoffel und so weiter und unser Verhältnis zur Kartoffel als gegenseitige Hervorbringung der Identität nimmt, verlieren wir zwar unsere Identität,
als Einzelwesen in dieser Fusion und werden richtig formlos. Wenn wir dann diese Formlosigkeit wirklich erleben, können wir in großem Glücksgefühl unsere sogenannte alte Identität wieder aufnehmen, ohne großes Schrecken zu verursachen bei unseren Kindern, bei unseren Leuten, die uns kennen. Ja, ich bin ja nicht dieser Eugen Bär, den Sie noch vor ein paar Minuten gekannt haben. Nein, nein. Es ist eine Simultaneität einer totalen Formlosigkeit, wo Sie das ganze Universum sind und damit eigentlich keine Identität haben, aber sich auch einlassen auf diese geschichtliche, zeiträumliche Identität, die Ihnen durch Ihre Vorfahren und diese Zeit gegeben ist. Ist eine ungeheure Befreiung. Das ist Pessach. Das ist Durchbruch beim Seder. Sie gehen zu dieser Formlosigkeit, dann auf der Ebene dieser Formlosigkeit kann das Lamm die Identität tragen, die sie ihm kodieren. Sonst ist es eben bloß ein Lamm. So. Ich möchte abschließen diese erste Runde. Ist eine erste Runde, nicht? Ja, da bin ich dankbar. Ich habe hier noch richtig angefangen. Aber ich möchte Sie abschließen mit einer Erklärung, was heißt es eigentlich für Weinreb? Man steht ewig, man aufersteht ewig. Aber was ist das ganze Ding mit der Ewigkeit? Dem Heiligen, dem Jetzt, dem Da. So. Wie versteht Weinreb seinen Glauben, dass Ewigkeit schon hier zu erleben ist? Er hat oft gesagt, wenn nicht hier, dann wann? Denn er dachte, wenn man sich das sogenannte Leben nach dem Tode vorstellt, dann macht man eine Ursünde. Man macht aus der Ewigkeit ein zeitliches Geschehen. Die Ewigkeit hat doch kein Nachher, hat doch kein Vorher. Ja, Leben nach, muss ich jetzt ein Leben nach dem Tod? Das ist doch, wer weiß schon etwas davon? Niemand. Aber nicht nur, niemand weiß etwas davon, es ist ja ein Unsinn. Leben nach dem Tode. Hat mich einmal einer gefragt, ja, was machen wir denn im Himmel? Müssen wir da immer singen und so? Warum? Es ist eine unendliche Dauer, das ist doch ein Hirngespinst. Das ist doch nicht Ewigkeit. Die unendliche Dauer, la durée, nein. Das darf man doch nicht machen. Also, wenn man das nicht machen darf, also wenn man nicht unter Ewigkeit etwas, das einmal geschehen wäre, später, vielleicht nach meinem Tod. Nein. Wenn eigentlich dieser erste Vortrag nur das Ziel erreicht hat, dass Sie von dieser Vorstellung wegkommen, für ein Leben nach dem Tode irgendwie zu denken, dann hat es schon Großes erreicht. Aber wenn es nicht ein Leben nach dem Tod ist, was ist es dann? Das Schlüsselwort für Weinreb ist das gleiche, das Jesus gesagt hat, wenn er auf die Ewigkeit anspielt. Er sagt, es ist in dir. Ein berühmtes Wort, Luther hat damit gekämpft, wie das übersetzt wäre. Das Himmelreich ist inwendig, sagt die Schrift. Inwendig. Was ist denn das mit dieser Innerlichkeit? Ja. Ich finde, Weinreb ist sehr ursprünglich, wenn er diese Innerlichkeit als andere Maßstäbe charakterisiert. Sie haben weltliche Maßstäbe, gewöhnlich ins Kausalschema eingebracht, und innerliche Maßstäbe, die kann man nicht messen, obwohl sie Maßstäbe heißen. Nun zeigt es sich so für ihn, das Himmelreich, also dieses Heilige, diese Kodifizierung,
die zeigt sich in Zeit und Raum mit Maßstäben, die hier keinen Sinn erzeugen, die unsinnig sind. Und das ist ihre beste, das beste Zeichen ihrer Ursprünglichkeit. Wie zum Beispiel das Tun umsonst. Gibt es doch nicht. Was? Ich muss etwas tun? Umsonst? Das ist doch lächerlich. Umsonst? Ohne Quid pro Quo? Ja, wo finden Sie das? Lieben ohne Absicht. Gibt es doch nicht. Das sind Maßstäbe. Wir sind verloren, wir können sie gar nicht messen. Sie können doch nicht etwas lieben ohne Absicht, lieben ohne etwas zurückzuholen. Das kann man doch gar nicht messen. Ich kann messen quantitativ natürliche Phänomene. Ich möchte also nächstes Mal noch ein wenig das Thema weiterführen. Nicht ausdauern ohne warum. Ja. Wer kann das schon aushalten? Nicht? Ein schreckliches Gesehen. Eine Frau, drei Kinder, Krebs, Tod. Beim Begräbnis ein Riesenkranz. Das Wort. Warum? Keine Antwort. Leben ohne Warum. Das ist ein Maßstab, den man nicht lesen kann. Wie das zustande kommt, hat nichts mit dem Kopf zu tun. Und das geschieht dann beim Seder. Und ich möchte mich entschuldigen. Wir haben gerade angefangen, die Mahlzeit. Jetzt muss ich aber Pause machen. Ne? Und das geht um 6 Uhr wieder weiter. Ja, ja. Gibt doch was Kleines zu essen. Was? Also 6 geht weiter, 5 nach 6. Geht das? Ja, sehr schön. Und wir begeben uns wieder in den Moment jetzt. Ja, vielen Dank. Ich hatte noch eine Dame gefragt, ein wenig näher darauf einzugehen, auf das Erlebnis des Sakralen, des Heiligen, in jedem Gegenstand, in jeder Person, in allem, was einem begegnet, was da verschieden ist zum Pantheismus. Ich fange an zum Beispiel mit Spinoza, ein wunderschöner Philosoph, die Ethik, wo er sagt, dass eigentlich alle Dinge in der Welt, auch die Menschen, Modifikationen sind der einen Substanz, des Göttlichen. Wir sind Aspekte des Heiligen. Sagt das wunderschön. Subspecie eternitatis, also von der Ewigkeit her gesehen, sind wir, erstens sind wir ewig, das ist so. Wir können ja unsere eigene Abwesenheit nicht vorstellen, ohne uns lebend vorzustellen. Also davon ausgehend möchte ich also sagen, dass der Pantheismus vielleicht, wenigstens gewisse Formen des Pantheismus, noch zu substantivisch denken, würde ich mal sagen. Da ist es eben diese eine Substanz, nicht? Man will eigentlich irgendwie des Göttlichen habhaft werden. Und es ist so, wie jene Philosophen, die über die Philosophie der Zärtlichkeit geschrieben haben, dass die Zärtlichkeit dadurch sich unterscheidet, dass das ein Berühren ist, das kein Berühren ist. Die zärtliche Geste, die berührt den Körper, aber eigentlich nicht. Es ist eine ganz, also Philosophen haben da so Wichtiges darüber also fast Ontologisches geschrieben, weil es ist ein Berühren, das sogar kein Loslassen ist. Also das ist wieder das Paradoxale. Nicht? Und so möchte ich sagen, wenn die Sinne
wenn die Sinne spirituell werden, im Sinne vom Seder, dass die Sinne etwas erfahren vom Göttlichen, das mit ihnen zu tun hat, in diesem Sinn. Ich darf vielleicht wieder ein Rilke-Gedicht, diesmal von den Elegien, zitieren. Es handelt sich um das Sagen der Welt. Aber Sagen, also gibt mir einen französischen Philosophen, der heißt Levinas. Für ihn ist das Sagen eigentlich die Schöpfung selbst. Die Schöpfung ist ja immer im Begriff, sich zu ereignen, die Schöpfung. Und das Sagen sagt dann die Dinge so, das eigentliche Sagen, dass die Dinge in dem Augenblick, da du sie sagst, geschaffen werden. Aber sie werden geschaffen so, dass das Ding und die Bedeutung, die das Ding hat, wieder zur Fusion werden. Sie existieren gegenseitig. Nicht? Der Gott-Mensch, der Krug-Mensch, der Krug-Gott. Ich fange vielleicht besser mit Rilke an, um das zu sagen. Er sagt einmal, sind wir vielleicht hier, um zu sagen, Haus, Brücke, Brunnen, Tor, Krug, Obstbaum, Fenster, höchstens Säule, Turm, aber zu sagen, versteh's, zu sagen, so, wie selber die Dinge niemals innig meinten zu sein. Diese Innigkeit. Nee. Wir bringen etwas zum Ding. Das Ding bringt etwas zu uns. Und so verdinglichen wir uns. Aber das ist genau der Inkarnationsprozess. Nee. Das ist also ein Prozess, mehr als eine Substanz. Es ist ein Geschehen, dessen man ontologisch nie habhaft werden kann. Es hat keinen geschichtlichen Status. Was davon, was vom ewigen Leben, das wir erfahren, was da wirklich wird, pragmatisch, ist, unser Leben ändert sich. Man hat mich oft gefragt, was der Unterschied sei zwischen einer Illusion und einem Traumbild. Ja, Illusion, sagen wir, ist etwas, das nicht existiert. Traumbild ist etwas, das unsere Verhaltensweise ändert. Das ist der Unterschied. Traumbilder haben eine Realität, aber nicht im Wissen. Man weiß ja nichts. Die Bibel ist ein Traum. Bestenfalls. Wir wachen morgen auch mit, weil unser ganzes Bewusstsein ist ein Traum, aus Shakespeare und so weiter. Man weiß ja überhaupt davon nichts. Aber was der Realitätsprinzip des Traumes ist, unser Betragen. Das verändert sich. Es ist eigenartig, diese nicht an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Wie man so sagt. Und dieses intime Sagen, die Dinge werden verdichtet, also daraus entsteht eben auch die Dichtung. Und das gibt dann eine Beziehung zum Heiligen, das mehr atmosphärisch ist als alles andere. Eine Stimmung. Nicht. Jetzt möchte ich aber nach dieser Einführung etwas konkret werden wieder und mit dem Seder weiterfahren. Also ich habe erwähnt,
letztes Mal der Wein und der Kiddusch, wie der Wein gesprengt wird durch den neuen Code und jetzt zum Verhältnis zum Heiligen aufgerufen wird. Diese kleine Überbleibsel des Weines, irdisch gesehen, er macht uns, er tut etwas an uns, empirisch, der Wein. Nicht? Nach 2 Gläsern, 3 Gläsern spüren Sie etwas. Nicht? Das ist eine Metapher für das, was beim Segensspruch in Erfüllung geht. Es geht beim Wein um eine Bewusstseinsveränderung. Der Kiddush, dieser Code, ändert das Bewusstsein dieses Tranks zur Öffnung, die uns bereit macht, jetzt im Jetzt diese Geschichte zu hören. Man muss davon bedenken also auch, dass der Wein, wenn er bei uns landet, schon sehr viele Transformationen hinter sich hat. Er war ja Weinstock, das sagt der Kiddush auch. Der Weinstock braucht viel Zeit, um die Rebe hervorzubringen. Die Rebe ist ganz total durch die Erde in ihrer Qualität konstituiert. Wenn Sie jeden Weinkenner fragen, die erste Frage ist, wo, in welcher Erde ist dieser Weinstock? Sie können einen Weinstock aus der Bourgogne von Franz nehmen und nach Kalifornien gehen. Denselbe Weinstock schmeckt ganz, produziert verschiedene Trauben. Die Trauben werden verstampft, getötet, wenn man so will, hingemacht, um ihre Saftes willen. Und so weiter. Also wenn der Wein schon auf dem Tisch landet, hat er schon viele Veränderungen, auch unter, also schon vom rein empirischen her hinter sich. Und jetzt kommt dieser Kiddush on top of this noch hinzu. Das ist sehr gut vorbereitet. Der Wein ist jetzt bereit, diese Mission anzunehmen. Und plötzlich fühlen wir, wenn wir besonders den Wein in Gesellschaft trinken, ein bestimmtes Gefühl wachsen. Manche Leute werden richtig freudig beim Weingenuss. Und wiederum metaphorisch, diese Freude ist die Anerkennung etwas, das geschieht. Da braucht es irgendwie gar kein Weinreb, betont auch, da braucht es nichts Religiöses. Diese Freude ist ein Ahnender des Ewigen. Jetzt geschieht. Es ist ein schönes, wunderbares Gefühl. Es dauert nicht. Nichts kann dauern. Nichts. Die Ewigkeit, die hier erscheint, erscheint immer im Jetzt. Und Sie wissen aus der Literatur und aus der Kunst, wir möchten gerne etwas Solides machen. Also noch ein Buch schreiben, noch ein Kunstwerk, was immer es, wir müssen es irgendwie bleibend machen, nützt nichts. Die Ewigkeit ist immer im Jetzt und hat keine Vergangenheit und keine Zukunft. Nächstes, beim Seder, das Eintauchen der Kartoffel. Also ich habe das bereits, eine gekochte Kartoffel wird in Salzwasser getaucht und jedem Teilnehmer am Seder gegeben. Nee. Damit wird erstens gezeigt, dass die Außenwelt zur Innenwelt wird. Ich habe schon gesagt, dass der jüdische Weltbegriff ganz formal geprägt wird. So dass wie die Dinge in uns hereinkommen, dort sterben und unseren Organismus nähren, so alle Begegnungen des Tages, die nehmen wir in uns auf. Manches wird ausgeschieden, manches, man muss auch ein bestimmtes Maß haben auf das. Und das Eintauchen des Salzwasser bedeutet, dass hier in der Begegnung mit der Welt ein gewisses Maß angegeben ist. Maß. Eine Überflutung der Welt zerrüttet uns. Die integrierte Medizin in Amerika rät jetzt, 2 Tage pro Woche ohne Neuigkeiten auszukommen. Also ein Fasten
der Bedeutung. Nicht zu viel mit dem Handy und mit all diesem Internet kommt auf uns. Nee. Also das Salzwasser kann sowohl schädlich sein, wie gut sein. Wir sehen, wie diese Erde, die sowohl die Kartoffel produziert, auch das Salz produziert, die hat ihre eigene Weisheit. Und wenn wir essen, wir werden zum Salz. Ihr seid das Salz der Erde. Da gehen ganz andere Horizonte auf, was das eigentlich, dieses Jesuswort. Viele von uns haben das gehört, ihr seid das Salz der Erde, wenn das Salz aber schal wird, und da haben dann so, in der Homiletik, in der Homilie, sagt dann der Geistliche dies und das über das Salz und so weiter. Aber die Tiefe, die da vor sich geht, dass wir zum Salz werden, das Salz, das wir benutzen, das sind wir. Diese, das bist du, kann gar nicht genug emphasiert werden. Denn dann spüren wir die Energie, die von der Nahrung kommt, in Einheit mit der Energie, die wir für das spirituelle Leben benutzen. Wir müssen da nicht fischen gehen und konstruieren und noch etwas da hinzu. Es geht automatisch. Das Wort automatisch kommt auch im Neuen Testament vor. Wenn der Sämann ausgeht und dann einfach, und dann legt er sich nieder irgendwo und der Text geht, und die Saat automatisch, das geht. Produziert eine Frucht. Der Sämann, wenn die Frucht reif ist, kommt er sicher. Die Ernte ist da und da wird geerntet, aber sonst muss man da sich nicht abkrampfen, um geistlich zu werden. Nicht. Ich muss Ihnen bekennen, dass Weinreb nicht viel hielt von geistlichen Übungen. Er sagte schon recht, wenn Sie so irgendeine Routine haben, aber er sagte total widersinnig, von der Begegnung mit dem Ewigen eine Methode zu machen. Folgt mir nach und so weiter, Schule gründen und so weiter. Da war ich total dagegen. Aber nur zum Sagen, die Kartoffel, also dieser Übergang der Kartoffel von außen nach innen, vollzieht, ist eine weltanschauliche Veränderung von außen nach innen. Die Erde kommt zum Leben in mir. Ich bin die Erde, und die schmeckt wunderbar. Die Erde, schaut mal das. Ich habe ein Bild genommen von diesem Gelage hier, weil ich später, wenn ich auf Berlin zu sprechen komme, zeige ich meinen Studenten dieses Gelage und sage, darüber habe ich gesprochen. Und eigentlich nicht mehr. Nicht? Einfach eine weinrebsche Perspektive auf diese wunderbare Frucht hier. So, jetzt noch ein anderes Wort, also wenn es zum Pesach kommt. Ich habe bereits erwähnt, wiederholt mit den Speisen wird gesagt, das ist der Auszug, das ist der Durchbruch. Dadurch wurde Israel befreit. Für Weinreb ist Israel die Gegenwart Gottes im Menschen. Das versteht er unter dem Wort Israel. Er war daher auch persona non grata mit den jüdischen Gemeinden, die sich irgendwie dem Zionismus verschrieben hatten. Nicht verschrieben, einfach glaubten, dass das eine wichtige Funktion habe. Und es hat also nach vielen Perspektiven eine wichtige Funktion, ist aber eine geschichtliche Funktion. Israel als Staat ist eine geschichtliche Funktion. Das ist sehr verschieden vom heiligen Israel. Das heilige Jerusalem ist nicht das Jerusalem im Nahen Osten. Und die Frage deshalb, was ist unter dieser innerlichen Geografie eigentlich gemeint? Nicht? Was gemeint ist nach Weinreb ist, dass der Fluch der Eindeutigkeit überwunden werden muss durch die Vieldeutigkeit. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel dieser Vieldeutigkeit. Und jetzt ein wenig in die Kabbalah. Und es wird vielleicht ein wenig schwieriger zu verstehen.
Die Kabbala spricht von 4 Ebenen von Bedeutungen von jedem biblischen Text. Der erste Niveau heißt Pshat. Das zweite Niveau heißt Remes. Dritte Dimension Drush. Und die oberste Dimension Sod, Geheimnis. Und der Leser im Text, der etwas vom Heiligen erfährt, weiß ja nie, was mit ihm geschieht. Das ist das große Abenteuer, die Bibel zu öffnen. Und jetzt im Dasein, im Jetzt, da, heute, wird das an mir erfüllt. Aber wie denn? Der erste Durchbruch, bevor man überhaupt zum Pschat kommt, für Weinreb, der beim Seder gefeiert wird, ist der Auszug aus der Eindeutigkeit. Forget about it. Geh weg. Don't even touch it. Denn es ist eine furchtbare Versklavung. Das Recht haben wollen, die Aggressivität, der Krieg der Ideologien, die Untaten in der Bibel, im Namen der Bibel, dieses ungeheuren Verbrechen im Laufe der Geschichte, die im Namen Gottes noch jetzt getan werden, bloß weil man Recht haben will, eindeutig. Das ist, was der Text sagt. Die sogenannte Orthodoxie. Furchtbar. Also im Großen und Ganzen furchtbar. Es gibt so natürlich orthodoxe Leute, die ein frommes Leben, ich will das sein lassen. Aber im Allgemeinen ist der sogenannte Fundamentalismus ein totales Missverstehen dessen, was nach Weinreb, dessen, was in der Bibel geschieht. Wenn man den Pessach feiert mit dem Wein, mit dem Brot, mit dem Lamm, es gibt auch ein bitteres Kraut, das man verkosten muss beim Seder, das sogenannte Maror. Man hat dann eine Apfelsoße, die das Bittere ein wenig wegnimmt, aber die Tränen kommen einem in die Augen, wenn sie das essen. Wir sagen beim Seder, sie essen auch alles das Leiden der Welt. Kommen die Tränen und all das. Aber überhaupt um Zugang zu bekommen, um für das Schmecken, muss man von der Eindeutigkeit wegkommen. Das ist das wahre Pessach. Das ist der Auszug aus Misraim, aus Ägypten. Weg. Weg von der Eindeutigkeit. Und jetzt kommt das Abenteuer. So. Der Pschat, diese erste Ebene, zusammen mit diesen 4 hermeneutischen Ebenen, gehen bei der Kabbala auch 4 Welten. Wir befinden uns in der äußersten Welt, der sogenannten Olam Asiya, die Welt des Tuns, auf der Ebene des Traumes schon, des Remes, das ist die Ebene der Formwerdung, Yetzira, Olam Yetzira. Es gibt auch ein ganz berühmtes Buch in der Kabbala, im Mittelalter, das Sefer Yetzira über diese Formwerdung. Und dann geht es in die dritte Stufe, der Drush, das Midrash ist eine Form von Drush. Midrash, das sind das die homiletischen, alle die Anwendungen, die man machen kann vom Text, vom Interpretation des Textes, bis zur höchsten Ebene. Die Olam Azilut ist die Nähe Gottes verspüren. Das ist wieder auch so ein vorsichtiges Wort gegen den Pantheismus. Man spricht nie so genannt. Diese Identität wird als Nähe, die Nähe Gottes. Es wird nie substanziell gedacht, nur zirkumstanziell. Die Olam Asilut ist ganz hoch. Jetzt kann ich mal so ein biblisches Ereignis durch diese Stufen geschehen lassen und möchte Sie einladen da für eine kleine Reise. Ich nehme zum Beispiel das Bild von Josef,
von der Bindung von Josef im Tanach. Viele von Ihnen kennen die Geschichte, dass Josef der Träumer. Oder ich kann eine andere Geschichte wählen, vom Isaac. Yitzchak, das heißt das Lachen, weil die Sarah gelacht hat, als die drei Fremden ihr sagten, dass in ihrem hohen Alter sie noch ein Kind bekommen, hat sie gelacht, Yitzchak. Und das wurde dann der Name von Isaac. Aber nehmen wir mal so eine Isaac-Episode. The Binding of Isaac. Pschat-Ebene. Der Durchbruch weg von der wörtlichen Übersetzung. Da handelt es sich nicht, dass Abraham sich entschlossen hat, den Isaac zu töten und sogar bereit war, mit dem Messer den Kindesmord zu begehen. Furchtbare Geschichte. Furchtbar. Kierkegaard hat 500 Seiten darüber geschrieben. Für die Ängste und so weiter, die sich um dieses Ereignis. Was für Ängste der Abraham durchstehen müssen. Pessach ist dann, ereignet sich dann, wenn wir von dieser dummen, ich wage mich jetzt ein wenig, das richtig dumm zu nennen, Ebene ab und schon von der untersten Ebene überhaupt, wenn man diesem Text begegnet, wie er sich an uns erfüllt, Pschat erlebt. Die unterste ist schon Gleichnis. Man steht diese Geschichte, man liest sie. Und da ist das etwas in uns, das irgendwie bereit sein muss, das Liebste, das wir kennen. Das Liebste. Was ist das Liebste, das Sie kennen? Wegzugeben. Das ist die Vergänglichkeit der Zeit. Furchtbar. Nicht, ob es nun uns selbst ist. Wir vergehen, nicht? Also hier kommt das ganze Gewicht des buddhistischen Suffering, des Leidens, kommt hier zum Zug. Auf dieser elementaren Ebene. Wir lesen die Geschichte. Wird sie heute an uns erfüllt? Wenn ja, dann sind wir bereit. Unser Liebstes. Aber das ist metaphorisch. Wir sind nicht bereit, unser Kind zu morden. Das ist ja Unsinn. Nicht? Aber etwas, das vielleicht uns am liebsten ist. Furchtbar. Wieso denn? Wir haben keine Ahnung. Nee. Wir machen uns bereit, diese Geschichte zu lesen. Weil die Geschichte hat auch ein gutes Ende. So. Aber das ist ja immer diese Geschichte, haben immer ein gutes Ende. Aber das Ende ist überraschend. Es ist sogenannt übernatürlich. Nee. Auf der zweiten Ebene, dem Remes, wird dieses Bild als Traumbild behandelt. Traum. Da heißt es nun, das ist nicht ein Bild, dass irgendeinmal eine Geschichte geschehen ist und jetzt du auf dich anwendest. Das ist etwas, das du jeden Tag tun musst. Das ist die zweite Ebene. Heute hat sich das Schriftwort an dir erfüllt. In jedem Jetzt bist du bereit, dich wegzuschenken. Das ist natürlich wieder. Erfüllt sich. Das Bibelwort möchte sich an dir erfüllen, an dieser Remes-Ebene. Ein ungeheures Traumbild. Und wenn sie dann in die dritte Dimension vorstoßen, diese Drusch-Dimension, dann gibt es 1000 Gelegenheiten jeden Tag. Und dann sehen sie die unendlichen Applikationen eines solchen Lesens im Jetzt, wenn mich das trifft. Aber natürlich, das ist kein kognitiver Belast, das ist keine Belastung. Wenn Sie mal so anfangen, diese Schrift zu erleben in dieser aufsteigenden Dynamik, bekommen Sie mehr und mehr Energie. Ja. Können Sie zu dem Traum von dem Josef mit Himmelsleiter auch noch sowas sagen? Ja, bitte. Ja, nee, Sie. Nein. Nee. Wieso denn? Ich weiß nicht. Ja, vieles. Ja. Aber es ist natürlich, man muss dann auch ein wenig diskret sein. Nicht? Auf dieser dritten
Es gibt viele Überraschungen, ich will das mal so sagen. Es gibt viele. Die Überraschungen, dass, die Überraschungen sind so, dass man der Theorie eigentlich, dass man nicht viel davon hält. Selbst dieses schöne Schema. Nee, das sind so Versuche, die innere Dynamik der Begegnung mit dem Heiligen einzurahmen. Nee. Und da finden Sie Tausende dieser Schemen. Die vierte Stufe des Sod ist besonders die aufregendste. Sie ist gekennzeichnet, dass sie am nächsten am Ursprung der Schöpfung steht, und das ist das Kind. Wenn ich das mal so formulieren darf, aber das ist natürlich auch ein wenig gewagt. Das Yitzhak-Traumbild auf dieser Stufe des Geheimnisses wird zum Bild ihrer eigenen verlorenen Kindheit und der Aufruf, das Kind leben zu lassen. Jetzt ist wieder ungeheuer, also wieder ein anderes Buch, aber nicht nützlich. Nee. Um wieder ein wenig Theorie zu geben hier, diese vier Ebenen, die durch die Anfangsbuchstaben, also Pshat, Remes, Drush, Sod gekennzeichnet sind, geben ein Akronym Pardes. Pardes ist das persische Wort für Paradies. Und das heißt natürlich, dass wenn Sie die Bibel, das Heilige, so erleben, dass Sie im Paradies leben. Schon hier. Das verlorene Paradies wird jetzt zugänglich durch das Heilige, das Ihnen geschenkt wird, im Paradies. Sie erinnern sich vielleicht an die zwei Bäume im Paradies. Der Baum des Lebens und der Baum des Wissens. Auf Hebräisch haben diese Namen Zahlenwörter. Und die Zahlenwerte sind so, dass der Baum des Lebens 1 gegenüber 4 ist. Dieses Zahlenverhältnis von 1 zu 4 ist sehr wichtig für Weinreben. Aber nicht nur für Weinreben, auch für andere Leute. Weil das 1 die Aleph ist. Und die Aleph ist unhörbar. Alles, was Sie in dieser Welt sehen, sind diese vier Flüsse aus dem Paradies. Das sind der Baum des Wissens. Und wir sind immer versucht, zu viel vom Baum des Wissens. Und verlieren dann diese Einheit hinter allem. Die unsichtbare Einheit. Sie sehen also, man kann das mit Theorie so voll machen. Zum Beispiel gibt es einen, der hebräische Buchstabe Kaf. Heißt Hand. Hand. Er zeichnet sich aber auch wieder aus mit, erstens einmal hat er den Zahlenwert 80, 20, wiederum 1 zu 4. Das zeigt wiederum diese 1, ohne diese 1 sind die 4 unnütz. Ohne die 4 ist die 1, ist wieder sehr, sehr stark erlebt in der Kabbala, sehr stark. Dieses Verhältnis von 1 zu 4. 4 ist die Zahl, die Totalität, die empirische Totalität repräsentiert. Der Kosmos, das Universum, alles, was wir uns wünschen können, empirisch. Die Eins ist das, was wir suchen, das ist der Baum des Lebens. Wir sind der Baum des Lebens. Wir suchen ihn an der falschen Stelle. Inside. Also diese Proportionalität, die finden Sie in vielen, vielen Traditionen. Im Buddhismus zum Beispiel sagt man, du bist der Buddha, muss nur ihn wecken. Buddha heißt ja der Erwachte, der Wache. Nee, muss nur aufwecken. Das ist genau gleich wie hier, dass die Eins, du bist ja immer die Eins. Aber verlierst sie, du verlierst dich in der Vielfältigkeit der Welt. So geht das. Nächste
kommt das Brot, die Matza beim Seder. Also beim Seder braucht man 3 Schichten von ungesäuertem Brot. Ungesäuert. Warum ungesäuert? Weil es flach wird. Nee. Da hat man 3 Ebenen. Denn oberste Ebene ist die Kohen Matza, dann die Levi Matza, die unterste Matza ist die Israel Matza. Ungesäuert, also erstens sagt man wieder ein Kadusch. Es ist Gott, der das Brot hervorkommen lässt. Ja, woher denn? Aus der Erde. Geheimnis des Brotes. Das Haus des Brotes ist die Erde. Bethlehem. Dort kommt das Göttliche zur Geburt. In Bethlehem. Das ist die Stadt von David. Also die Schüssel, also die 3 Matzot, Matza 1, 2, 3, die, es ist das gesäuerte Brot Hamatz, bläht sich auf. Und das ist unser Ego, unser Ich, das sich gerne aufbläht, wichtig. Es hat aber noch einen tieferen Sinn für Weinreb, dass es suggeriert, dass dieses Leben das einzige Leben ist. Und dann ist natürlich wichtig, dass man da Macht hat. Gesäuertes Brot. Das ungesäuerte Brot ist ganz flach. Und da kommt nun ein Relativier. Das ungesäuerte Brot, das Brot, das beim Pessach gegessen wird, weil dieses Ungesäuerte sich vorbereitet, mit dem Jenseits in Beziehung zu kommen. Wenn das Brot gesäuert ist, verdeckt es diese Dimension, weil man von sich selbst aufgebläht ist. Man öffnet sich, das ungesäuerte Brot, also fast wie das Fasten, hat die gleiche Funktion, öffnet die Dimension auf das Gegenüber, auf das Heilige, das ich jetzt nun ereignen will. Und dann nimmt der Hausherr beim Seder die mittlere Matza, die sogenannte Levi-Matza, zerbricht sie in einen größeren Teil und einen schmalen Teil. Er gibt den größeren Teil den Kindern, dass sie ihn verstecken. In diesem Teil sagt man Afikoman auf Hebräisch. Und die Kinder gehen dann hin und verstecken ihn. Der muss dann wieder gefunden werden am Schluss des Mahles. Der kleine Teil, der bleibt, der wird den Anwesenden zu essen gegeben, mit einem Kiddushchen. Weil die Menschheit immer hungrig ist. Es geschieht aber etwas Interessantes. Die weinrebsche Perspektive sieht in diesem großen, versteckten Brot eine menschliche Realität, die durch zeiträumliche Maßstäbe nie befriedigt werden kann. Die fehlt uns. Deshalb ist sie versteckt. Und sie ist gerade die Ursprung unserer Sehnsucht. Wieder Scharfkäse, von dem man nicht wusste. Und plötzlich, ach, das ist ja ungeheuer. Diese Sehnsucht, wenn sie verfolgt wird, bringt sie in die Nähe, in diese Olam Azilut. Aber diese Sehnsucht ist etwas Eigenartiges, denn hier fängt das Spiel an wieder. Wir sehnen uns nach Ganzheit. Aber das Ich auf Hebräisch, Ani, wird mit den gleichen Buchstaben geschrieben wie das Nichts, Ein. Was Weinreb dazu geführt hat, dass er sagt, ja, das Ich und das Nichts.
sind eine Einheit. Also, wenn wir uns nach diesem ewigen Sein sehnen, werden wir gewarnt beim Seder, man muss zuerst versuchen, das Nichts zu ersehnen. Da haben Sie die Formlosigkeit wieder. Man isst also das Brot, wie man eben auch im Alltag immer etwas isst, und weiß, weil man isst, während man isst, dass etwas Substanzielles fehlt. Ja, was ist denn das? Ich kann es nicht benennen. Es ist ja versteckt. Nee. Es ist ungeheuer stark beim Seder. Dieses versteckte Afikoma. Etwas fehlt immer. Da kann ich 3 Wagen haben und 5 Wohnungen und 6-mal Ferien machen im Tag und bin noch immer unbefriedigt. Wie sah da die Rolling Stone, die haben doch gesungen, noch so, als ich noch jung war. I can't get no satisfaction. Ja, was gibt denn Satisfaction? Und wir essen das Wunderbare, Bananen und so weiter. Etwas fehlt. Das ist der Durchbruch. Das Gefühl, die Stimmung, dass etwas fehlt und dass man das aushält. Man hat ja keine Antwort. Weinreb hat oft gesagt, also jeder, der irgendwie vormacht, dass er eine Antwort hat, also der betrügt sich und die anderen. Also Sie wissen, was ich meine. Man hat natürlich Antworten, aber das sind Wegweiser. Ne? So, das ist so. Und jetzt kommt also wieder, das muss ich Ihnen schon erzählen, sonst habe ich Ihnen etwas verheimlicht von Weinreb. Und das ist der Bezug zur Gematria. Na, Gematria muss, also muss ich doch noch ein Wort schreiben. Ja, das ist ein wenig schwierig. Gematria ist ein Wortspiel das sich darauf stützt, dass die Buchstaben, die 22 Buchstaben des hebräischen Alphabets Zahlenwerte haben. Aleph 1, Beth 2, Gimel 3 und so weiter, bis 400 ist der höchste Zahl. Ja, wie das zu 400 kommt, das ist nachher eine andere Geschichte. Aber wichtig ist, dass wenn man die Zahlenwerte miteinander in Verbindung bringt, dass man dann eine große Intimität des Wortes empfindet, obwohl es auf nichts steht. Es gibt Leute, hat Leute in der Tradition gegeben, die machten aus der Gematria ein Beweismaterial, sogenannte Numerologie. Schrecklich wieder. Man kann nichts beweisen. Aber was diese Zahlenwerte machen, ist, die bringen Bezüge, Beziehungen. Zum Beispiel, der Zahlenwert des Aleph ist 26. Aleph. Und 26 ist auch der Zahlenwert des Namen Gottes. Plötzlich hat man den Buchstaben des Hashem bei ihrem Namen liest, sieht man eine Hand, welche 2 Fenster miteinander verbindet. Entschuldigung, ich muss wieder so. Das heißt, das ist das Tetragramm, das nicht aussprechbar ist. Im Hebräischen haben sie 2 He. Buchstaben He, das ist ein Vav. He heißt Fenster. Vav verbindet beide. Jod ist die Hand, die die Fenster offen hält. Ein Fenster geht nach oben, eines nach unten
Und das ist dann der Name Gottes mit Zahlenwert 26. Das gleiche können Sie beim Buchstaben Aleph. Dann gibt es zwei Jod. Und das war in der Mitte. Wiederum ein Jod in die obere Welt und ein Jod in die untere Welt. Also der Buchstabe Aleph sagt eigentlich schon das ganze Weinreb'sche Universum. Wir müssen zumindest in zwei Welten leben, als eine Welt. Es sind zwei Perspektiven, der gleiche Welt. Und wie das so mit den Zahlen in Beziehung kommt, hat mir mal Weinreb auf eigenartige Weise erklärt, die ich gerne mit Ihnen teilen möchte. Es gibt eine Episode im 21. Kapitel des Evangeliums nach Johannes. Da steht der Auferstandene Jesus am Ufer, niemand erkennt ihn, weil nach der Auferstehung erkennt man überhaupt nichts mehr. Man ähnelt sich nicht mehr. Aber da steht dieser Fremde am Ufer. Die Apostel haben wieder das Fischen genommen, haben nichts gefangen. Der Fremde, der bereitet ein Mahl vor, Kohlen und so weiter. Und da sagt er zu diesen, ja, aber holt mir mal ein paar Fische, wir müssen essen. Und da sagt der Petrus, ah, wir haben die ganze Nacht, ist doch schrecklich, nichts und so weiter. Sagt der Fremde, versucht mal auf der rechten Seite das Boot. Sie kennen die Geschichte vielleicht. Also gehen Sie auf die rechte Seite. Ungeheuer Fischfang. Nee. Und da sagt der Text, 153 Fische. Ja, wer hat sie denn gezählt? Nee. Und der Fremde, der sagt, ja, jetzt komm mal, bring mal einen Fisch und mach das. Und plötzlich beim Mahl, also das geschieht mehrere Male, da gehen ihnen die Augen auf. Das gibt also wiederum zwei verschiedene Arten von Sehen. Nee. Und das Englische ist ja wunderbar, nee, wenn er sagt, I see you, but if you tell me who you are, I can see you. Or if you give me your idea, maybe I see it. Und wenn Sie etwas verstanden haben, dann sagen Sie im Englischen, I see. Aber das ist nicht dieses Sehen. Das ist ein anderes Sehen. Ja? Nun, beim Mahl erkennen Sie, gee, that's Jesus for crying out loud. Wow! Aber 153. Da haben Sie, Sie gehen die Exegetengeschichten und die haben also unglaubliche Lösungsversuche. Ich weiß nicht, ob Sie diese kennen oder was man da versucht, um diese 153 zu erklären. Kennt jemand die Geschichte, wie das gelöst werden kann? 153 Kirchgemeinden, glaube ich. Bitte? 153 Kirchgemeinden ist noch eine Lösung. Ja, ja, das ist schon auf der rechten Spur. Damalige kleine Art. Ja, schon auf der rechten Spur, aber das ist natürlich nicht. Warum? Warum 153? Dann wäre ja 154 auch recht. Nein, also Weinreb also hat mit einigem Schmunzeln gesagt, dass das hebräische Wort Tov means gut den Zahlenwert 17 hat. Tov. Und dieser Ausspruch kommt oft vor, wenn eine Serie zu Ende geht. Zum Beispiel nach der Schöpfung. 6 Tage, 7. Tag, Gott ruht und dann sagt er, and it was very good. Es war gut. Tov. Und wenn Sie durch die Bibel gehen, mehrere Male, wenn eine Serie zu Ende kommt, kommt das Wort gut. Nun ist es mit dem Wort, mit dem Zahlenwert, das Wort gut, hat den Zahlenwert 17. 17. 17 enthält
die Zahlen 16, 15, 14, 13, 12, zurück bis zur 1. Wenn man alle zusammenzählt, 153. Ja, aber was für eine Mathematik ist denn das? Will sagen, sagt Weinreich, will sagen, wenn etwas gut herauskommt, in der Endphase, gut, ja, wir sprechen vom Auferstanden, was könnte besser sein? Gut. Alle Phasen, die zu diesem Augenblick führen, sind in diesem Augenblick eingeschlossen. Die gehören dazu, obwohl sie nicht sichtbar sind. Eins, zwei, drei. Wir sagen, diese spezielle Figur des Christus musste alle diese Phasen durchmachen, auch Kreuz und so weiter, um zu diesem Augenblick zu kommen. Top, gut. Nee. Darum die 153. Aber es sagt noch eigentlich mehr. Nee. Denn die 153 werden jetzt zur Code der Ewigkeit. Denn das ist die Ewigkeit ist ja immer da, in jedem Jetzt, da. Aber die Ewigkeit hat eine zeitliche Dimension. Das ist unsere Geschichte. Und die 153 will sagen, dass jede Etappe unseres Lebens, ob wir sie nun verstehen oder nicht, von diesem Tod umarmt wird und gekrönt wird. Ich fand das also eine gute Art und Weise, Ihnen die Gematria näher zu bringen, die sehr wichtig ist, wenn Sie Weinreb lesen. Ja. Und jetzt noch etwas zur Ästhetik des Schmeckens. Wir haben davon gesprochen, dass die Ästhetik des Schmeckens eigentlich eine Ästhetik des Mundes ist. Das Rilke-Gedicht hat uns, das Obstgedicht hat uns gezeigt, wenn diese Geschichte, denn das Obst, die Banane und die Traube, wir haben alles hier, Sie können das ausprobieren nach dem Vortrag, wenn das in Ihrem Mund zergeht, dann ist da Ihr ganzes Leben drin enthalten. Der Widerstand, der Geschmack, der sich da befreien muss aus dieser Materie, die Zähne, die stumpf werden können. Ich habe noch ein ganzes Kapitel über das Stumpfwerden der Zähne, aber vielleicht wird die Zeit noch dazu reichen. Also alles das geschieht in Ihrem Mund. Ich möchte aber sagen, dass das Schmecken auch eine andere Ästhetik hat. Und das ist das die Ästhetik des ganzen Körpers. So wichtig ist das Schmecken. Je nach Geschmack bewegen Sie sich anders durch diese Welt. So ist das. Aber wie können wir das verständlich machen? Also, dieses Schmecken, wenn Sie das mal entdecken, was da ist, auch das Riechen dabei. Also Sie müssen mal einem Weinkenner zusehen, was er da macht am Anfang. Also 5 Minuten nur die Nase. Ne? Ja, oh Gott. Also gesehen, das Riechen, auch die Rolle, die sich auf den ganzen Körper ausbreitet. Nicht nur der Mund, also jetzt haben wir bereits die Nase eingeschlossen. Aber es ist eine ganze Choreografie des Lebens im Schmecken. Und also vom Ästhetik des Körpers, die vom Schmecken ausgeht, geht es nun zur Ästhetik im Allgemeinen. Wittgenstein war ganz klar, wenn er am Morgen ist ein berühmter Philosoph, wenn er am Morgen seinen Kaffee trank, sagte er, ich war nicht dort. Das ist ein Urphänomen.
sehr schön gesagt, Herr Ludwig, aber was ist denn das? Ein Ufe. Es ist etwas, worüber man nie, die Worte verschwinden. Es spricht für sich selbst. Keine Erzählung, keine Narrative kann Ihnen das näher bringen, was für einen richtigen Kaffeeliebhaber Kaffee bedeutet. Da kann einer noch so sagen, ja, Kaffee ist gesund und gut. Ja. Und nun hat also dieses sogenannte Primal Phenomenon, das geht auch beim Tee, beim Kaffee, beim Wein und so weiter, dass diese, daran bildet sich auch unser Geschmack. Und es ist ja interessant, das haben Sie sicher in dieser Serie auch behandelt, dass das Schmecken natürlich eine wichtige ästhetische Kategorie wird in der Philosophie, der Geschmack. Nee? Denken Sie an Kant. Nee? Was ist der Geschmack? Wie wird der gebildet? Nun, von dieser Sicht her könnte man sagen, das Schmecken bildet den Geschmack. Aber Schmecken ist vieldeutig. Das schmeckt mir je nach Geschmack. Sagt Ihnen der Pointillismus so etwas oder nicht? Je nach Geschmack. Ja, was schmecken Sie denn im Pointillismus? Oder im Monet? Oder abstrakte Kunst? Oh. Sagt Ihnen das etwas? Ja. Geschmack. Schmecken. Wir haben Allergien. Das ist auch, ne? Glutenfree und so weiter. Wir haben Allergien im Schmecken. Der volle Sinn, der entwickelt wird, der Ästhetik des Körpers, das hängt alles zusammen. Wir haben es getrennt. Um es wieder zusammenzusehen, möchte ich ganz kurz ein Gedicht von Rilke vortragen. es findet sich in diesem Sonett wieder, aus dem ersten Teil. Es könnte überschrieben werden, tanzt die Orange. Warte, das schmeckt. Schon ist's auf der Flucht. Wenig Musik nur, ein Stampfen, ein Summen. Mädchen, ihr warmen Mädchen, ihr Stummen, tanzt den Geschmack der erfahrenen Frucht. Tanzt die Orange. Wer kann sie vergessen, wie sie ertrinkend in sich wehrt, wieder ihr Süßsein, ihr habt sie besessen. Sie hat sich köstlich zu euch bekehrt. Tanzt die Orange, die wärmere Landschaft werft sie aus euch, dass die Reife erstrahle in Lüften der Heimat, erglühte, enthüllt, Düfte um Düfte schafft die Verwandtschaft mit der reinen, sich weigernden Schale, mit dem Saft, der die Glückliche füllt. Unglaublich. Also es ist eine Choreografie hier, wo der Körper, die ganze Dramatik des Schmeckens, des Sich-Wehrens, des Sterbens, des Sich-Aufrichtens zeigt. Also, und was heißt nun wieder der Körper? Nicht? Weinreb unterscheidet zwischen Körper und Leib. Der Leib ist, was Sie empirisch beobachten können. Der Arzt sieht nur den Leib, den Körper. Er sieht nicht den Leib. Der Leib ist der Körper, so wie Sie ihn von innen her erfahren. Manchmal sehr schwer. Ich komme auf einem College von über 1200 Frauen und ungefähr 1100 Männern. Die Art und Weise, wie diese Studenten und Studentinnen ihren Körper von innen her erleben, ist sehr unterschiedlich. Sehr unterschiedlich. Viele Leute, auch mit ganz schönen Körpern, haben eine harte Time, von ihrem Leib zu sprechen. Für Weinreb war der Leib natürlich wiederum
kodifiziert für die Ewigkeit in diesen Narrativen. Inbild ist ewig. Licht, ganz Licht, total von Licht getränkt. Umhüllt von der Haut, darüber hat er viel zu sagen, wie die Haut, die macht euren Körper begrenzt, empirisch, ist eine gewisse Enge, produziert Angst auch, wie wir erscheinen, Angst um unsere Erscheinung, was Leute über uns denken können, nicht so weiter. Aber die Ästhetik des Körpers her, die wirft das Schmecken, das volle Schmecken über den Körper und verändert ihn. Unglaubliche Veränderung. Nicht? Ob nun ein Student in meinem Zimmer so hockt oder so, mit Augen leuchtet, das ist ein Ausdruck des Schmeckens. Der Rilke sagt von diesem Tanz, die Orange, also ist eine, bei uns ist das Tanzen sehr populär, also jeder Student nimmt jetzt seinen Kurs, praktisch jeder im Tanzen und so weiter, und alles sehr auf das Tanzen orientiert. Tanz die Orange. Rilke sagt, ihr müsst sogar die wärmere Landschaft, also hier in Berlin, Winter, Januar, -6, ihr wandert über diese Brücke durch und werft die wärmere Landschaft der Orange über die Brücke. Das ist doch ein ganz anderes Tanzen. Wiederum, wir sehen etwas ganz Wichtiges hier für Weinreb, ungeheuer Wichtiges, und man kann das eigentlich nie genug sagen, dass der Traum seine Bestätigung findet im Betragen. Wie betragt ihr euch, nachdem ihr so viel träumt? Es gibt gute und schlechte Träume. Und es gibt Nightmares. Und das sind furchtbar. Also das Heilige begegnet uns unter dem Wort Tov, gut. Und das kann unser ganzes, also das wollte ich noch sagen über diese Ästhetik, nicht nur des Mundes. Gott wohnt nicht nur in unserem Mund, Gott wohnt in unserem Körper. Und je nach diesem Traum, den Sie haben, bewegen Sie sich auf verschiedene Art. It's called body language. Body language. Es kommt, es fließt aus Ihnen heraus. Sie können es gar nicht verhindern. Nee. Da müssen Sie auch nicht darüber denken. Sie müssen nicht denken, jetzt will ich mal die anderen beeindrucken. Überhaupt nicht. Das ist diese Bescheidenheit, die kommt einfach immer durch. Das ist ganz. So, jetzt etwas Wichtiges noch. Ich fasse jetzt ein wenig zusammen. Also beim Seder ist erst einmal das Lamm da, der Lammknochen, schon am Anfang. Es ist das Pessach-Opfer, das Lamm. Und Weinreb kommentiert, ist das Geheimnis der Hingabe, der Gelassenheit, womit man sich Gott nähert. Es ist das Korban-Pessach. Korban heißt hebräisch Opfer, aber Weinreb hat das etymologisch als sich Gott nähern gedeutet. Also jedes sich Gott nähern ist, der Sinn des Opfern ist ja diese Perspektive zu öffnen auf diese andere Seite, auch für unsere Erfahrung. Der Hebräer, das Wort Hebräer, Ivri, heißt der von der anderen Seite. Und Weinreb hat viel davon gemacht, dass wir alle Hebräer sind in diesem Sinne. Wir müssen unsere Beziehung zu dieser anderen Seite in uns entdecken und pflegen. Nee, dann sind wir die Hebräer, die Ivri. Und das Lamm ist nun dieses Pessachopfer, das diesseits hingibt, weil man an Ewigkeit glaubt. Ja.
Es ist auch interessant, also wenn man, er hat ja Weinreb das Evangelium auch gedeutet, besonders das Matthäus-Evangelium. Und wenn er nun zum Passamal kommt, dem Seder in Matthäus, wo Jesus, also die Vorbereitung ist ja wunderbar, also auch sagt er, da kommt das Heilige, man spürt den Duft des Heiligen, wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, ja, schickt mir mal, jetzt geht mal in die Stadt, dort werdet ihr einen Mann sehen, der so eine Karaffe auf der Schulter trägt, folgt mal diesem Mann. Ne? Wie jeder von uns kennt diese Städtchen, folgen sie dem Mann. Und dann sagt Jesus, dann werde ich an eine Stelle kommen, da ist ein little Eselchen, da hat noch niemand darauf gesessen. Wie er das wusste, das weiß nur Jesus. Aber ist das kleine Eselchen da? Und dann sagt jemand, der dabei steht, mein Meister braucht dieses Eselchen, weil er Pessach feiern kann. Und er wird euch laufen lassen. Geschah genau. Also der Seder wird vorbereitet durch die Ankündigung, es ist etwas Heiliges da. Etwas Heiliges. Die Geschichte ist ja, die darf man nicht biologisch vorstellen. Also wenn es um diese Heils, das ist das, der Fluch der Eindeutigkeit. Also wenn man die Heilsgeschehen buchstäblich vorstellt, wie die Wunder zum Beispiel. Wieder etwas ganz Dummes, die Wunder biologisch vorzustellen. Nee? Das kann biologisch schon gewesen sein, aber das ist ja nicht, was das Wunder bezwecken will. Denn die starben ja alle auch. Also der Seder wird eingeführt durch dieses Wunder, der Jesus, die Jesusfigur kommt auf dem Eselchen in die Stadt hinein. Wieder die ganze Symbolik. Nee? Also diese Stadt wurde von den Römern besetzt. Riesige Pferde. Sie müssen mal in mein Museum gehen und sehen, wie diese Uniformen aussahen. Wenn so ein Römer einzieht, ist etwas. Aber wenn so ein Jesus, ein Verlierer, auf einem kleinen Eselchen da hineinzieht, da ist etwas anderes, andere Maßstäbe zeigen sich an. Kommt zum Seder. Und jetzt beginnt der Seder mit dem Lamm, Passamal. Wie muss das uns beeindrucken, selbst wenn wir es als äußeres Geschehen betrachten, dass er sich sah in diesem Lamm, das Lamm Gottes, am Vorabend. Also bereits dort diese schreckliche Zusammenhang dessen, was wir sind und der Offenheit dem gegenüber, dieses Lamm zu sein. Das ist etwas, das wir noch ein wenig umgestalten dürfen in der Weinrebschen Perspektive. Denn ich möchte Sie daran erinnern, dass alle diese Protagonisten in dieser Erzählung Aspekte unseres Selbst sind. Nee. Wenn wir diese Szene lesen, dann ist das unser Einzug in den Seder. Von einer christlichen Perspektive. Aber das sind ja Juden, nicht? Nee? Das sind Juden, die den Seder feiern. Das sind aber wir auch. Juden oder nicht Juden? Nee. Denn wir sind ja alle Juden, sagt Weinreb, weil Juden heißt das Preisen Gottes. Also diese Aspekte, dass das Lamm, diese Seite in uns, die das Essen betrachtet und identisch mit ihm wird, im Jetzt, im Mal und sogar ein Verräter dabei. Jene Seite in uns, die ständig das verrät, was geschieht. In jedem Tag, in jedem Jahr. Das muss man auch hinzufügen. Aber dann ist jeder Tag Pessach. So wie es auch jeder Tag Ostern ist und jeder Tag Pfingsten und so weiter. Jetzt wird es wieder übervoll. Ist ein wenig zu viel. Ich will nur andeuten, in welche Richtung das geht. Das ist ja nur ein Anfang.
jeder Tag bis 8, was? Und dann noch ein Verräter. Und dann bin ich der Verräter. Ja, was verrate ich denn in mir, wenn ich die andere Perspektive ausgebe? Ja, das, ich habe Großes gehabt, jetzt gebe ich die Hoffnung ab. Jetzt habe ich genug. Also einmal langt es mir dann. Jetzt habe ich genug von diesem frommen Gefäßel. Ne? Niemand spreche mir mehr von Gott. Nein, nicht. Das bin ja ich auch. Ne? Und auch immer, es ist nicht, dass wir einmal plötzlich davon loskämen. Wir verraten uns ja jeden Tag auch. Das dürfte auch mal so gesagt werden. Also, Lamm. Zweites große haben wir gesprochen, die Matza. Ungesäuertes Brot und so weiter. Das Leben hier erleiden, aber auf die Ewigkeit hin relativieren. Ich habe einmal Weinreb gefragt, was er vom Gebet hält. Und er sagt, er halte nicht viel von diesem Plappern und so weiter und so weiter. Ja. Für ihn sei das Gebet ein Relativieren dieses Lebens auf die Ewigkeit hin. Relativieren. Was heißt das Relativieren? Dass man die Maßstäbe des Ewigen als maßgebend im Leben betrachtet. Ja, da möchte ich gerne die Maßstäbe des Ewigen. Ja, die haben wir. Ne? Vielleicht für eine, die sich interessieren, die Maßstäbe kennenzulernen. Da gibt es eine Liste von Maßstäben. Die fangen alle mit dem griechischen Wort an. Makaroi, Makaroi. Glücklich. Die sogenannten Seligkeiten. Das sind doch alles Maßstäbe. Selig, oh, glücklich, die reinen Herzen sind. Und sie schauen Gott. Also das Relativieren ist also die Maßstäbe, jetzt will ich mal der Große sein, jetzt will ich reüssieren, jetzt brauche ich Karriere. Jetzt diese Maßstäbe, die haben schon ihren Platz, aber die müssen untergeordnet werden, unter die jenseitigen Maßstäbe. Das ist die Formula für gute Gesundheit im Weinreben. Und das ist ja, das passiert nicht einmal, das ist ja eben wieder dieses ja, ständige. Und dann drittens, also ich habe das Lamm genannt, die Mazot und jetzt das Maror, dieses bittere Kraut. Furchtbar bitter. Besonders die Kinder, die tun mir leid. Um den Seder herum. Also wie gesagt, man hat dann so eine Zuckerbrühe, da kann man noch etwas mindern, der Effekt. Aber es bedeutet doch, also das Leben ist bitter. Da gibt es keine Verniedlichung. Man kann schon davon reden, von der Ewigkeit her leben und so weiter. Aber das Leben ist eine bittere Pille. Die kommt auch hinzu. Und das ist eigentlich schön, dass man in den Seder eingebaut hat. Ich weiß nicht, woher das kam oder ob das schon bereits von Anfang. Der Seder hat ja eine 2.500-jährige Geschichte. So, ich weiß nicht genau, wo dieses bittere Kraut, das könnte mit den Verfolgungen in Spanien, habe ich den Eindruck, entstanden sein und so weiter. Jetzt abschließen möchte ich irgendwie mit einem Maria. Die Poetik der Sinnenwelt. Die Poetik der Sinnenwelt. Poetik heißt ja die Verdichtung. Das Essen wird in unserem Mund zum Gedicht, zum Psalm, zum Gesang. Und im Seder ist das ganz klar, denn der Seder ist ganz in die Psalmenwelt eingebaut.
Ja, so ist das. Dann kann ich mal fragen, ja? Was Seder genau heißt. Seder heißt einfach Ordnung. Und damit ist gemeint, die Haggadah schreibt, das ist auch immer schön beim Ritus, alles bis aufs Einzelne kodifiziert. Nee, das will der Seder sagen. Also im Gegensatz zum täglichen Leben, wo wir essen, ohne viel darüber nachzudenken, der Ritus will uns etwas sagen über das Essen, über die richtige Ordnung. Nee. Und die Ordnung ist dann eben immer diese andere Welt, die geöffnet wird. Das Einswerden von das Einswerden vom Essen mit meinem Ich. Jetzt suche ich noch etwas von diesem Psalm. Es ist interessant, dass als die Nazis in Holland eindrangen, Weinrib gerade daran war, einen Kommentar über den Psalm 118 zu schreiben. Und 118 ist auch der Psalm, der eigentlich den Rahmen stellt für den Seder. Eine ganz eigenartige, sagen wir mal, Koinzidenz. Und ich habe das auch irgendwo in meinem Ding. Kann es aber jetzt nicht finden. Bitte? Ist er da drin? Ja, das ist im Buch enthalten. Ist ja. Das da drin? Ja, ist das da drin. Ja. Ganz am Anfang, glaube ich. Ne? Danke. Ich habe kürzlich eines meiner Bücher zitiert gesehen in Amerika und habe es nicht erkannt. Ich habe nur gedacht, das ist verdammt gut geschrieben. Also wirklich, ich musste zum Büchergestell, um zu schauen, ob der Titel da ist. Und er war da. Also das ist ja auch. Ja, im Vorwort zu Friedrich Weinrebs, gern möchte ich vom Messias erzählen, werden wir daran erinnert, dass Weinreb in jener Nacht im Jahr 1940, als die Nazitruppen in den Niederlanden einmarschierte, eine Abhandlung über den 118. Psalm schrieb. In den Versen, die er als seine Lebensmelodie erkennt, ist sein Wirken vorgeprägt. Ich werde nicht sterben, sondern leben, um die Taten des Herrn zu verkünden. Das ist der Vers von 118. Weinrebs Erzählen eröffnet innere Erlebnisräume und sein Gesamtwerk zeigt deutlich, dass er sein Leben unter anderem im Erlebnisraum des 118. Psalmes verbrachte. Über diese Nacht, nach der Kapitulation Hollands, schrieb Weinreb, ich zitiere, ich erinnere mich an den Abend des 14. Mai 1940, nachdem die Kapitulation bekannt geworden war. Alle möglichen Leute flüchteten in ihrer ersten Panik zu mir. Viele wollten sogar in meinem Haus die Nacht verbringen. Die Zimmer sahen aus wie Kasernenräume. Überall auf dem Boden schliefen Menschen. Ich blieb die ganze Nacht über wach und las im Schlafzimmer die Psalmen. Und das ist der Seder. Also diese Rahmen, das ist also wiederum, er spricht über sein Haus natürlich, das Haus Lechem, des Brotes, wo er das Brot ausgeteilt hat, also diese Verse vom Psalmen. Und es ist bezeichnend, glaube ich, dass der Seder irgendwie ein Traumbild für das ganze Leben bekommt. Also, wenn man das mal so formulieren kann, ich habe von der Ästhetik gesprochen, dass hier die Erzählungsebene von der Speise ihren Sinn erhält, rezeptiv wird, die bleibt sonst, wie man so sagt, abstrakt. Da oben,
Die wird konkret im Knacken der Wurst oder der Traube. Wird sehr konkret. Also diese Rezeption der Narrative, des Erzählungsraums durch das ganz konkrete Geschehen beim Essen, diesen Sinn Boden bekommt, Realität, ins Fleisch eingeschrieben wird. Das Wort ist Fleisch geworden. In dem Augenblick, als dieser Kiddusch über dem Wein Wein wird. Das ist ja nicht mehr bloß Wein. Der ist geheiligte Wein. Das ist Wein aus dem Heiligen. Das können wir jeden Tag erleben. Und so weiter. Und da öffnet sich nun die Perspektive, die Weinreb so teuer war, dass diese Fleischwerdung des Wortes sich nicht nur in der Speise vollzieht. Der Seder ist eine Synekdoche. Ein Teil für das ganze Leben. Der Seder ist ein Ritual, das uns über unser Leben aufklärt. Im Sinne, dass alles, was in uns hineingeht, Kiddusch werden kann. Und das, was herausgeht, nicht assimiliert wird. Es wird weggeworfen, ausgeschieden. Vom Geschmack. Auch der Körper hat seinen Geschmack. Scheidet das normal aus. So gibt es einen Kreislauf der göttlichen Präsenz im Schmecken, die man auch im Duft hat. Denn was sind diese verschiedenen Prana-Yoga anders als das Einnehmen, hoffentlich ist die Luft gut, und wieder ausatmen. Der Paul Celan hat Unsterbliches geschrieben über die Atemwände. Paul Celan. Paul Celan. Ja. Oh, das ist mein Akzent. Die Atemwende, nicht? Das ist ein furchtbarer Hintergrund auch über diese zwei, der Punkt, das Aleph, das hinter diesen zwei Haltungen steht. Einlassen, loslassen, einlassen, loslassen. Und damit möchte ich schließen. Ich danke wiederum für die Einladung und besonders also für dieses Festchen kann ich mir nichts Besseres vorstellen. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen tiefen Einblick in die Gegenwart und in die Ewigkeit. Dankeschön. Es braucht ja immer zwei, ne? Ja. Ja. Das war nahrhaft, sehr nahrhaft.